Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Gratis-Webinar mit dem Thema professionell traden mit minimalem Zeitaufwand, wie jeder nachhaltig profitabel werden kann. Zunächst einmal ganz kurz zu meiner Person für diejenigen, die mich nicht kennen, wovon ich mal ausgehe, dass das auf den einen oder anderen zutrifft. Ich handle seit 18 Jahren an der Börse, mache das hauptberuflich. Betreibe sowohl Swing Trading als auch Day Trading, was beides, und das ist ja heute auch das Kernthema, was beides in der Ausgestaltung, wie ich es mache, in der Ausübung, wie ich es mache, sehr, sehr zeitschonend vonstatten geht. Bei Swing Trading ist es naturgemäß sowieso der Fall, dass man dort wenig Zeit aufwendet, relativ wenige Trades macht, lange Haltedauern hat. Aber im Day Trading ist so die allgemeine Vorstellung, dass man von früh um 8 bis abends um 22, 23 Uhr am Rechner hocken muss und dann auf irgendwelche Signale wartet. Und genau so funktioniert es nicht. Also selbst Daytrading hat bei mir einen ganz, ganz geringen Zeitaufwand und ist absolut planbar, weil es immer zu den gleichen Zeiten stattfindet und immer zu den gleichen Zeiten Orderaufgaben erfordert. Ich bewege mich fernab vom Mainstream mit dem, was ich mache. Ich verwende keinerlei charttechnische Muster, male keine Linien in den Chart, verwende keine klassischen Indikatoren und dergleichen. Ganz einfach, weil das mit dem, was am Markt passiert, was effektiv am Markt passiert und warum es passiert, überhaupt nichts zu tun hat. Das muss man ganz klar sagen. Das ist keine subjektive Sichtweise, sondern es ist einfach Fakt, dass am Markt beispielsweise Pensionsfonds regelmäßige Einzahlungen vornehmen, dass sie also ihr Kapital regelmäßig am Markt platzieren. Und die setzen sich nicht hin und malen irgendwelche Linien in den Chart und sagen, naja gut, jetzt wir gehen mal long, sondern da gibt es eben monatlich Einschusszahlungen oder Investitionen von Pensionsfonds. Große Publikumsfonds müssen das Kapital, was wir, kleine Anleger, ihnen anvertrauen, am Markt platzieren. Und müssen auf eine bestimmte Art und Weise am Markt vorgehen. Kommerzielle Hedger, also Adressen wie Shell, wie Texaco, wie BP zum Beispiel für den Rohölpreis, die müssen am Markt ihre physischen Bestände absichern. Und das machen sie mit Sicherheit nicht nach Charttechnik, sondern sie machen es nach realem Bedarf, fundamentalem Bedarf, der sich aus Erntezyklen ergibt, aus Wettereinflüssen und Schwankungen. Beispielsweise wird sich natürlich zum Beispiel, wenn sich das Wetter verändert sehr stark oder wenn Hurricane-Warnungen sind für ein Anbaugebiet, dann wird sich natürlich ein Produzent wird sich natürlich dann über den Terminmarkt absichern, beziehungsweise vielmehr wird es der Produzent eher nicht machen, sondern es wird wahrscheinlich der Abnehmer, also jetzt zum Beispiel könnte jetzt sein, dass man erwartet, die Ernte geht kaputt oder wird schlechter ausfallen. Das würde natürlich, wenn weniger Ernte rauskommt am Ende für einen Rohstoff, nehmen wir mal Weizen zum Beispiel oder Kaffee, dann würde es bedeuten, dass der Preis höchstwahrscheinlich nach oben geht. Wenn so eine Warnung kommt für so ein für so ein Unwetter oder für so eine Naturkatastrophe, dann werden sich tendenziell die Abnehmer, also die Verbraucher, die verbrauchende Industrie, das könnte jetzt zum Beispiel eine Nestle sein für Kakao oder für Kaffee, dann wird die sich tendenziell über den Terminmarkt hedgen, indem sie Futures kauft. Das heißt, der Preis wird nach oben gehen. Also das sind die Dinge, die Aktionen, die den Preis eines Marktes in Bewegung versetzen. Und das ist das, womit ich arbeite, was ich statistisch auswerten kann, wo ich mich darauf verlassen kann. Ich darf nicht davon ausgehen, und das ist ja auch das völlig Absurde daran, ich darf nicht davon ausgehen, dass eine Trendlinie, die ich irgendwie einzeichne, dass mehrere Leute das genau gleich machen und das auch noch als Handelsgrundlage haben. Vor allem nicht, das machen mehrere ganz sicher ähnlich und oder gleich, aber das sind Leute, die null Marktmacht haben. Ich habe auch null Marktmacht. Ich kann, wenn ich eins, zwei Kontrakte kaufe, das geht völlig unter im Marktrauschen. Aber diejenigen, die pro Tag Zehntausende von Kontrakten kaufen, die in 500er Stückzahlen kaufen, im S&P zum Beispiel, große Fonds, kommerzielle Hedger, das sind Adressen, deren Vorgehensweise relevant ist. Und die werden ganz sicher nicht die gleiche Linie in den Chart zeichnen, wie ich es mache. Und die werden ganz sicher nicht irgendwelche Indikatoren oder irgendwelche Linien, Trendlinien, Elliott-Wellen oder dergleichen als Handelsgrundlage haben. Denn die haben fundamentale Gründe, warum sie das machen. Es ist also völlig unsinnig, das anzuwenden, für mich persönlich, nach meiner Ansicht.
Von daher wende ich es nicht an, sondern werte statistisch aus, wie sich Märkte saisonal verhalten, welche Volatilitätsphasen es gibt. Ich handle News, zum Beispiel ein sehr, sehr stabiles Muster, was ich handle, ein sehr, sehr, sehr stabiles Setup, handle ich auf die FOMC-Meetings, die ja regelmäßig stattfinden. Man hat so, ich glaube jetzt in den meisten Jahren sind es so um die 10 FOMC-Meetings, so 8 bis 10 sind es, glaube ich. Und da kann man immer wieder das gleiche Muster handeln. Das sind Dinge, die aber auch logisch sind, die auch nachvollziehbar eine duplizierte Handlung mit sich bringen, aber nicht irgendwelche Linien in den Chart zeichnen. Ich weiß natürlich vollkommen, bin mir vollkommen bewusst, dass es natürlich für jemanden, wenn er sich jetzt hier in dieses Webinar einloggt und vielleicht seit 3, 4, 5, 6 oder 10 Jahren mit Charttechnik arbeitet und das toll findet, und jemand passionierter Linieneinzeichner ist oder Charttechniker, was auch immer, das ist natürlich, dass ich vielleicht nicht sympathisch auf ihn wirke, wenn ich sage, ich halte es für Unsinn. Oder sagen wir mal jetzt, was heißt Unsinn? Ich halte es für unsinnig, es anzuwenden oder für nicht so praktikabel, nicht für nicht so sinnvoll, dass ich dann vielleicht bei den Sympathiepunkten auf der Sympathieskala vielleicht nicht ganz oben rangiere, ist auch völlig klar. Aber es geht nicht darum, wenn wir jetzt hier, man muss ja auch immer schauen, Trading ist ja ein Geschäft, wo es um Geld geht. Und es geht nicht darum, dass wir hier möglichst uns ja auf die Schulter klopfen oft und dass wir hier möglichst großen Freundeskreis aufbauen. Denn im Endeffekt ist es eigentlich so, dass jeder von uns gegen jeden handelt. Es kann sein, dass während ich hier rede, dass irgendeiner von den Teilnehmern hier gerade Geld verdient, was ich verliere auf der anderen Seite. Kann sein, ich bin heute zum Beispiel im Weizen-Future in einem System Short. Und irgendjemand von euch wird in diesem Markt long sein. Und es kann sein, dass genau der das verdient, was ich verliere. Von daher ist es völlig absurd, diese Zusammenschlüsse nach Sympathie und dergleichen. Im Endeffekt, wir ziehen uns gegenseitig das Geld aus der Tasche, wenn man es mal einfach sagen will, weil das ist das Geschäft, das ist das Spiel an der Börse. Was auch ganz wichtig ist, infolgedessen, wenn ich natürlich keine klassischen Ansätze verwende, habe ich selbst entwickelte Strategien, die fernab vom Mainstream sind, die aber auch gar nicht so schwer zu erlernen sind. Das muss man auch dazu sagen. Woher habe ich dieses Wissen oder woher habe ich mir das angeeignet, was ich seit vielen, vielen, vielen Jahren mache? Ich hatte einen sehr, sehr guten und großen Mentor, Larry Williams, den nach meinem Dafürhalten besten Trader der Welt, beziehungsweise besten Trader aller Zeiten, der auch den Weltrekord hält mit 11.374% innerhalb eines Jahres. Diese Zahl sollte man jetzt nicht so für bare Münze nehmen und sollte jetzt nicht davon ausgehen, okay, das zeugt jetzt allein davon, dass man der größte Trader ist. Aber er hat einfach unheimlich viel auch in diesem Business entwickelt, ganz, ganz viele Ideen und natürlich, ich bin sehr stark inspiriert von ihm. Er war und ist eine sehr große Inspirationsquelle. Ich handle keine einzige Strategie, die ich von ihm gelernt habe, also nicht mehr, aber nicht, weil die schlecht wären, sondern einfach, weil ich Basisdinge, Inhalte, Elemente, die ich bei ihm kennengelernt habe, dann genutzt habe und selbst Strategien entwickelt habe, um meine Schwächen herum eben. Ich habe 2013, auch wie in diesem Jahr, an der Weltmeisterschaft teilgenommen, wo er eben damals diese 11.374% gemacht hat innerhalb eines Jahres und ich lag am Ende 11.320% unterhalb seiner Performance. Nämlich hatte nur 52,7%, aber das hat damals gereicht für den dritten Platz. Ist ein Echtgeldwettbewerb, was auch so ein bisschen sich abhebt von dem, was man so allgemein hier um die Ohren gepfeffert bekommt. Denn die meisten Börsendienste, die Sie oder die ihr wahrscheinlich jemals abonniert habt, ob ihr es damals bewusst wusstet oder jetzt wisst oder nicht, handeln kein reales Geld. Da stecken teilweise Leute dahinter, die noch nie ein Konto besessen haben oder wenn sie ein Konto besessen haben, es nicht kapitalisiert haben. Das muss uns nicht großartig interessieren. Ich bin schon ein Weilchen weg von diesem nach anderen gucken. Das ist auch der große Vorteil als Trader. Aber man muss eben da schon auch so ein bisschen darauf hinweisen, weil es ist in keiner Industrie, glaube ich, so einfach,
irgendeinen Dienst aufzumachen, wo man gar nicht real handelt. Und für mich ist natürlich so ein bisschen manchmal das Ärgerliche, wenn man selbst wirklich real handelt, mit Echtgeld, ohne Netz und ohne doppelten Boden, wenn man das auch noch transparent macht, wie ich es auch tue, also alle Trades offenlegt, und zwar so, dass sie auch nachhandelbar sind, dass sie nachvollziehbar sind und nicht erst 3 Tage später zu sagen, ich bin da übrigens jetzt mit 20% Gewinn rausgegangen, dann tritt man trotzdem in der Wahrnehmung der Leute, wenn sie die Sinne dafür nicht geschärft haben, tritt man natürlich gegen den einen oder anderen an, auch der niemals ein reales Konto besessen hat. Und das ist halt schon ein Unterschied, ob man mit Echtgeld handelt oder ob man mit Papiergeld handelt, wo man immer wieder irgendwie einen Demo-Account aufmachen kann und dann da schöne Trades reinzimmern kann. Aber wie gesagt, das soll nicht unser Hauptthema sein. Ich wollte nur ganz kurz auch mal darauf hinweisen, dass das schon ein wichtiges Element ist. Und ich würde jedem dazu raten, wenn er sich irgendwo einen Mentor sucht, wenn er sich irgendwo einen Börsendienst sucht, einfach mal nachzufragen, ob denn da live gehandelt wird, ob man das Konto live sehen kann. Wenn das nicht möglich ist, ob es Kontoauszüge gibt, dass man nur mal sieht, man muss sich nicht die Performances von 10 Jahren schicken lassen, das ist Cocolores. Weil selbst da könnte man, wenn man wollte, könnte man mit Sicherheit da irgendwelche Geschichten fingieren. Aber die meisten werden da sagen, nein. Ich handle nicht live oder ich handle live, aber kein echtes Konto, weil. Und wenn da eine Ausrede kommt, sollte man sich Gedanken machen, warum das der Fall ist. Das nur ganz kurz dazu. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Man sollte sich die Frage stellen, wo drückt der Schuh bei 95% der Börsianer? Also was ist so eines der Probleme oder was sind die Hauptprobleme, die Börsianer haben? Warum sind sie eingeschränkt, warum sind sie am Ende nicht profitabel? Und wenn man mal ganz klassisch von einem klassischen Börsianer ausgeht, der berufstätig ist, dann hat der naturgemäß relativ wenig Zeit zur Verfügung und ist, wenn er Zeit hat, nicht allzu flexibel. Also ich kenne ganz viele Leute oder treffe auch auf Seminaren, auf Events, auf Messen, bei Vorträgen treffe ich häufig Leute, die dann halt zum Beispiel die Schicht arbeiten und dann sagen, ja gut, ich handle dann nachts zwischen 4 und 7 Uhr, weil da habe ich gerade Zeit. Und das ist natürlich schon so eine Sache, die kann nicht funktionieren. Ich bringe in fast allen Seminaren immer wieder das gleiche Beispiel. Diese Herangehensweise ist genau falsch herum. Denn wenn ich sage, okay, ich kann zwischen 4 und 7 Uhr nachts handeln, also mache ich da meine Trades. Schön und gut. Nur, wenn der Markt zu dieser Zeit nichts macht oder sich sehr diffus bewegt, wenn das keine Haupthandelszeit ist, dann wird es nicht funktionieren. Das wäre ungefähr so, wie wenn man sagt, okay, ich möchte um 3 Uhr nachts von Frankfurt nach Ibiza fliegen. Schön, wenn man es will, es gibt aber keinen Flug. Und dann kann ich mich auch an den Flughafen setzen und 25 Mal am Gate klopfen oder 25 Mal einchecken und probieren zu fliegen. Wenn da kein Flug fliegt, fliege ich nicht nach Ibiza. Ich kann es nicht machen. Oder nach Denver oder wohin auch Sie oder ihr fliegen wollt. Also das ist ein Problem, Faktor Zeit. Die meisten haben wenig Zeit und wenn sie Zeit haben, dann ist es halt deren Zeitfenster, was sich halt auftut. Aber ob das dann auch mit der Börse an sich, mit den Märkten an sich, beziehungsweise spezifisch mit dem Markt, in dem die Leute agieren, auch matcht und passt, eher schwierig. In den meisten Fällen ist es nicht der Fall. Gerade eben schon angesprochen, ich habe es jetzt hier mal etwas flapsig formuliert, nicht diskreditierend gemeint, aber Chartmalerei, es ist in vielen Fällen einfach so. Wenn man sich mal solche Charts anschaut, teilweise, wie gesagt, ich sage nicht, dass das alles schlecht ist und wer damit erfolgreich ist, das ist ja das Entscheidende, das muss ich auch immer ganz klar dazu sagen. Wer damit erfolgreich ist, und erfolgreich heißt wirklich, dass man einen Anleihenkauf, einen simplen Anleihenkauf oder ein simples Buy and Hold von einem ETF, ungehebelten ETF, dass man das vielleicht um den Faktor 2 schlägt. Wenn man das über 3, 5 oder 10 Jahre schafft mit seiner Charttechnik, mit Chartmalerei, wie ich es nenne, dann einfach beibehalten. Dann hat man irgendwie den Dreh raus und wenn es funktioniert, super. Glückwunsch und einfach weiter so beibehalten. Das heißt nicht, dass ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und dass meine Methodik die einzig wahre ist. Das ist völlig klar. Aber in ganz vielen Fällen ist es einfach so, dass man da irgendwelche Linien in den Chart reinmalt und dann wieder irgendeine Formation und dann zählt man irgendwelche Wellen und man kommt aber nicht vom Fleck. Ganz, ganz viele Leute, die man trifft auf Messen, auf Events, auf Seminaren, erzählen einem, dass sie über 2, 3 Jahre nicht vom Fleck kommen, dass sie im Kreis traden, sie gewinnen mal, verlieren mal. Diese Phasen gibt es bei mir übrigens auch.
muss man auch ganz klar sagen, wenn man statistisch basiert tradet, es gibt manchmal Phasen, die vergleichsweise sogar lange andauern, wo man einfach je nach Ansatz vielleicht auch mal ein halbes Jahr lang nichts verdient oder mal ein Jahr lang auf der Stelle tritt. Das kommt vor. Das kommt aber nicht permanent vor. Aber ganz, ganz viele Leute verwenden eine Methodik über 3, 4, 5, 6, 10 Jahre und haben noch nie was verdient damit. Und wenn das der Fall ist, sollte man sich natürlich mal überlegen, ob man vielleicht die Methodik wechselt und auf etwas geht, was tatsächlich am Markt eine fundamentale Grundlage hat, eine fundamentale Relevanz hat. Auch gerade jetzt in diesen Tagen, glaube ich, wieder ganz interessant und etwas präsenter. Ganz, ganz häufig treffen Leute ihre Entscheidungen und lassen sich davon beeinflussen, wenn irgendwelche vermeintlichen Börsengurus etwas sagen. Es gibt Leute, die machen seit 20 Jahren Crash-Vorhersagen und das Lustige ist, kaum einer prüft das nach. Wenn man sich das mal anschauen würde, wie oft diese Leute dann sagen, ja, da wird es einen Crash geben. Ja, tatsächlich. Also zum Beispiel vor dem 2008er Crash wurde schon im Jahr 2004 gewarnt. Und es haben sich dann tatsächlich auch am Ende Leute auf die Schulter geklopft, die schon 2004 gesagt haben, das wird alles zusammenfallen. Das Problem war, damals stand der DAX bei 3.500 Punkten. Er ist zwischenzeitlich auf, wo waren wir, glaube ich, 10.000 Punkten? Ist zwischenzeitlich auf 10.000 Punkte raufgegangen und ist dann auf 4.000 runtergekracht oder so. Also damit kann man sich nicht rühmen oder muss man sich nicht rühmen. Solche Entwicklungen habe ich auch mal, also das muss man auch klar sagen. Auch hier ist es so, manchmal liege ich vom Timing her auch schlecht und es läuft ein ganzes Stück weit gegen mich und am Ende komme ich dann plus minus null raus. Das sind keine Trades, wofür man sich jetzt da großartig rühmen muss. Aber das sind dann eben eher die schlechtesten Trades. Aber es gibt Leute, die schreiben Bücher und machen immer wieder Vorhersagen für Crashs. Das ist natürlich, wird sehr gerne von der breiten Masse angenommen, weil Menschen einfach so eine grundnegative Bias haben und so einen leichten Hang zum Negativen haben. Also man glaubt viel lieber etwas Negatives, dass dieses ganze System zusammenbrechen muss und dergleichen, als dass man glauben würde, wenn jetzt einer sagt, der S&P wird sich verdoppeln und auf 4.000 Punkte ansteigen. Also wenn man jetzt mal zu einem beliebigen Zeitpunkt, egal wann, oder zu verschiedenen Zeitpunkten immer mal wieder stichpunktartig erheben würde. Einer sagt einen Crash voraus, der andere sagt eine Rallye voraus, eine Kursverdopplung. Der andere sagt 50% minus, der andere sagt 100% plus. Dann würde es, glaube ich, viel mehr Leute geben. Es würde, glaube ich, immer einen Überhang geben von Leuten, die eher dem Crash-Guru glauben würden oder die eher seiner Meinung wären. Nicht glauben, sondern die seiner Meinung wären. Und jetzt in den letzten Tagen ja sehr präsent wieder die Crash-Ankündigung von George Soros, dass er dort gegen den S&P gewettet hat. Da muss man auch mal gucken, was nutzt er für Produkte, wie verhalten die sich, wie groß ist der Einsatz, wie lange liegt er schon falsch. Ja, also ich persönlich achte auf sowas überhaupt nicht, lasse mich nicht davon beeinflussen. Das heißt nicht, dass ich es für Unsinn halte. Vielleicht liegt er richtig. Vielleicht gibt es eine Kurshalbierung. Kann sein. Aber ich darf mich davon nicht beeinflussen lassen. Weil das Problem, muss man ganz klar sagen, das werdet ihr wahrscheinlich selbst auch wissen. Es ist ja nicht nur George Soros am Markt. Wenn man jetzt sagen würde, okay, auf den höre ich immer, dann hätte man quasi so etwas wie ein geschlossenes System, dann würde ein System handeln. Aber diese Woche sagt George Soros, es geht runter. Dann verkauft vielleicht daraufhin ein paar Aktienpositionen oder wechselt auf die Short-Seite möglicherweise. Man verändert auf jeden Fall etwas in seinem Portfolio. 2, 3 Wochen später, der Markt ist vielleicht weiter gestiegen, kommt irgendjemand anderes um die Ecke und sagt, Quatsch, das geht jetzt 50% rauf. Dann kauft man wieder Aktien zurück, weil der ist ja auch eigentlich, hat ja auch schon mal recht gehabt irgendwann in der Vergangenheit. Wie soll ich denn da wirklich ein beständiges System handeln? Geht nicht. Ich müsste tatsächlich einen dieser Gurus haben und ihm beständig folgen und ob der dann auch beständig richtig liegt und vor allem, das muss man auch sehen, das was George Soros mit 4 Milliarden Investitionssumme machen kann und wie der Durchschnittspreise bildet, ist ja was komplett anderes. Der kann ja 20, 30% falsch liegen im Markt und hat einfach noch riesig Kapital, um das aushalten zu können. Wenn jetzt einer von uns aufspringt und sagt, ah, der Soros hat gesagt, es fällt jetzt und geht jetzt bei 2000, wo stehen wir, 2180, geht jetzt short mit einem Kontrakt zum Beispiel und hat aber nur dieses Kapital für einen Kontrakt oder für zwei Kontrakte. Was macht denn der dann, wenn es 20, 30% höher steht? So weit kommt er gar nicht, weil seine Position vorher rausgepustet wird. Das ist eben auch immer noch ein Unterschied. Man muss eben schauen, wenn da irgendeiner was sagt, der einen riesigen Hedgefonds managt, die können
teilweise müssen, aber die können ganz anders agieren als wir. Und das ist natürlich ein großes Problem, dessen sich viele gar nicht bewusst sind. Also aus dem Grund, Chartmalerei hat keinen fundamentalen Grund. Gurus, schön und gut, toll, wenn solche Prognosen mal eintreffen, aber sie sind vom Timing her meistens schlecht und wir können es sowieso nicht so abbilden, wie die es machen. Was ganz, ganz problematisch ist, was ich immer wieder bei Kunden sehe, wenn man in die Runde fragt, in einem Seminar, ob denn jemand schon mal statistische Auswertungen gemacht hat zum Marktverhalten im Zusammenhang mit FOMC-Daten. Könnte man jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir prüfen mal nach, also FOMC-Meetings, da werden zum Beispiel immer um 20 Uhr abends wird dort das Sitzungsergebnis bekannt gegeben, gibt es eine Pressekonferenz oder es wird irgendwie die Zinsveränderung bekannt gegeben am zweiten Tag dieses zweitägigen Meetings. Und dann bewegen sich die Märkte auf irgendeine Weise. Und dann könnte man jetzt statistisch, um dem Ganzen auch mal ein Gesicht zu geben oder das Ganze mal beim Namen zu nennen, dann könnte man jetzt statistisch herangehen und sagen, okay, ich prüfe als erstes mal, wie stark schlägt es denn im Durchschnitt aus nach einer Verlautbarung, nach einer Ankündigung, nach der Bekanntgabe des Sitzungsergebnisses. Also einfach, wie viele Punkte, völlig gleich in welche Richtung, wie viel schlägt es denn im Durchschnitt aus? Wo gibt es denn Häufungspunkte? Ich könnte dann überprüfen, gibt es eine Korrelation zwischen der Entwicklung vor dem FOMC-Meeting, also vor 20 Uhr am zweiten Tag, und der Entwicklung danach. Was macht der Markt überhaupt? Wird er trendig? Also wenn der Markt nach oben springt nach der Bekanntgabe, nach der Pressekonferenz, geht er denn dann weiter nach oben über 2, 3, 4 Tage oder wird diese Bewegung gekontert? Das sind alles Sachen, die ich statistisch auswerten kann und auswerten muss. Wenn man aber die Leute fragt, die meisten haben noch nie eine statistische Auswertung gemacht und das höchste der Gefühle sind vielleicht mal irgendwelche halbseidenen Backtests mit schlechten Daten als Grundlage, die sie über MT4, also über MetaTrader 4 gemacht haben oder wo sie mal irgendwo so ein bisschen was in eine Excel-Datei eingetippt haben und Pi mal Daumen irgendwas ausgelotet haben. Aber die meisten haben keine wirklichen statistischen Auswertungen gemacht über das Marktverhalten. Und genau das muss man machen. Wie gesagt, überall im realen Leben, im normalen Leben ist es doch genauso. Wenn ich heute eine Firma irgendwo aufmache, wenn ich heute irgendein ein Gewerbe aufmache, eine Handelskette oder ein McDonald's-Restaurant, dann werde ich natürlich vorher mal statistische Erhebungen machen, wie alt ist denn das Publikum dort? Ist es ein kleiner Ort, ist es ein großer Ort? Gibt es dort viel Industrie, gibt es dort viel Gewerbe, ist dort viel Betrieb, sind dort viele Leute, die dort arbeiten, wie ist der Altersdurchschnitt? Das wird man alles statistisch ausloten. Nur an der Börse gehen die Leute unheimlich naiv ran und unheimlich faul auch auf der anderen Seite, weil sie sich gar nicht damit auseinandersetzen, was ist denn am Markt tatsächlich, was passiert denn am Markt und warum passiert es? Also die meisten haben einfach keinerlei Auswertung als Grundlage und im Endeffekt betreiben sie damit dann letztlich Glücksspiel. Und der Erwartungswert von Glücksspiel, je nachdem, welches Glücksspiel man betreibt, aber die meisten Glücksspiele haben einen negativen Erwartungswert, dann darf man sich nicht wundern, dass es 95% Verlierer gibt. Das ist eigentlich völlig klar, dass es dann dazu kommt. Großer Problempunkt, den man nicht so einfach, das ist eigentlich der einzige Punkt, wo man tatsächlich nicht so einfach, alles andere kann ich abstellen. Alles andere kann man, indem man sich einfach ausbilden lässt. Alles andere kann ich, indem ich einfach schaue, wie ist es tatsächlich am Markt, kann ich da tatsächlich mein Handeln sofort umstellen. Das geht also relativ schnell. Die Kapitaldecke ist ein Punkt, den man natürlich nicht so einfach beeinflussen kann. Ich kann nicht ankommen und sagen, ich habe 10.000 Euro, mehr geht nicht. Und dann kommt einer an und sagt, du bräuchtest aber 50.000, um gescheit handeln zu können. Und dann sagt man, ach so, ja cool, dann schieße ich nochmal 40.000 nach. Das ist der einzige Punkt, der nicht so einfach zu skalieren ist. Aber da hat man dann zum Glück die Möglichkeit, bei den Produkten halt einfach ein bisschen zu justieren. Denn wenn man jetzt Futures handeln wollte, was ich im Prinzip komplett mache, ich handle fast nur Futures, dann braucht man natürlich schon eine gewisse Kapitaldecke. Also unterhalb von 20, 30.000 braucht man da eigentlich meines Erachtens gar nicht anfangen. 10.000 ist sowieso die Untergrenze, also darunter geht es sowieso nicht mit Futures. Aber da braucht man gar nicht anfangen. Aber angenommen, jemand hat jetzt vielleicht nur 10.000 Euro zur Verfügung oder 5.000 Euro, dann heißt es ja nicht, dass er an diesem Spiel nicht teilnehmen kann. Und das heißt auch nicht, und das ist auch ein großer Irrglaube, dass man, wenn man so wenig Geld hat, dass man dann zocken muss. Ganz im Gegenteil, meine Erfahrung ist und meine Überzeugung, je weniger Kapital man hat,
desto besser ausgebildet muss man sein, desto besser muss man die Märkte kennen und muss auch die Techniken kennen, wie man so ein kleines Konto dann hochhandeln kann. Es geht nicht von heute auf morgen, völlig klar. Aber die andere Variante ist der sichere Gang in den Ruin. Jemand, der zockt, wie gesagt, wir arbeiten hier in einem Geschäft, das ist nichts Abstraktes, wir arbeiten in einem Geschäft, wir betreiben ein Business, was mit statistischen Erwartungswerten arbeitet, was reine Wahrscheinlichkeiten sind. Und wenn ich eine Strategie anwende, die einen negativen Erwartungswert hat, ich kann vielleicht Glück haben und werde eine Zeit lang überleben. Ich kann vielleicht Glück haben und werde sogar eine Zeit lang Geld verdienen. Aber am Ende, wenn der Erwartungswert negativ ist, und der Erwartungswert von Glücksspiel ist negativ, der Erwartungswert von Zockerei ist negativ. Wenn ich also da einen negativen Erwartungswert habe, dann wird mein Konto auf Null gehen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und das passiert bei den meisten kleinen Konten. Es ist aus meiner Sicht eine relativ simple und auch stupide Ausrede, wenn man sagt, ich habe nicht viel Geld, ich muss zocken. Nein, völlig falsch. Wenn ich nicht viel Geld habe, muss ich umso besser damit umgehen. Es gibt Leute, die handeln ein kleines Konto richtig groß, aber nicht mit Zockerei. All diejenigen, man muss sich das nur mal anschauen, diejenigen, die nie für ihr Geld gearbeitet haben, die Lotto-Millionär geworden sind, wie lange haben sie denn das Geld? Wie lange sind die denn Lotto-Millionär? Die sind nach 1, 2 Jahren sind die mehr pleite als vorher. Das ist bei diesen ganzen Glücksspieldingern. Wenn jemand heutzutage im Casino gewinnt, hat vielleicht mal eine Glückssträhne, gewinnt ein bisschen was, der spielt weiter und dann verliert es. Je weiter er spielt, das ist das Gesetz der großen Zahlen, desto mehr wird er sich dem statistischen Erwartungswert annähern. Und wenn der negativ ist oder wenn der null ist, dann landet man, je länger man spielt oder je länger man das betreibt, genau dort. Und umgekehrt, wenn ich natürlich einen positiven Erwartungswert habe, den man im Trading dann hat, wenn man eben klare Strategien ausgearbeitet hat, dann kann es mal eine Zeit lang nicht laufen, völlig klar, aber auf Dauer werde ich dann Geld verdienen. Also Kapitaldecke kann man angehen, den Punkt, nicht so einfach, indem man einfach Geld nachschießt, das wäre schön, aber ich kann es eben durch eine andere Produkteauswahl. Dann kann ich CFDs handeln, die sind super fein runterskalierbar, da kann ich auf Mikrolots runtergehen, das heißt, ich kann ein Hundertstel eines Futures-Kontraktes handeln. Ich kann Derivate handeln, also ich kann klassische Hebelprodukte handeln, Hebelzertifikate, Optionsscheine, Knockout-Produkte, all das ist möglich. Ich kann ETFs handeln, ich kann Open-End-Zertifikate handeln. Ich habe all diese Möglichkeiten. Ich könnte auf Optionen gehen, ist aber ein Bereich, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne und in dem ich auch entsprechend nichts mache. Aber es gibt verschiedene Produkte und es gibt Produkte, bei denen ich sehr fein runterskalieren kann. Das kann ich bei Zertifikaten auch sehr gut machen. Ich kann einfach das, was ich im großen Stil mache, kann ich halt runterbrechen auf ein kleineres Konto, indem ich einfach halt eine kleinere Stückzahl handle im gleichen Verhältnis. Also das funktioniert darüber. Also das Problem Kapitaldecke kriegt man auch in den Griff, wenn man einfach nur weiß, dass man dass man ein anderes Produkt dann alternativ auswählen kann. Auch ein großes Problem, Aktionismus. Ganz viele Leute, wenn sie mit Börse anfangen, machen einfach irgendwas und sie machen sehr häufig irgendwas, weil es funktioniert entweder gut und dann denken sie sich, okay, wenn ich davon mehr mache, dann gibt es ja noch mehr Geld, oder es funktioniert schlecht und dann denken sie sich, okay, jetzt ist aber der Rest auch noch egal und dann wird immer wilder gehandelt. Und das kann nicht funktionieren, weil die Märkte bestimmte Zeiten haben. Es gibt zwar heutzutage natürlich, oder schon eine ganze Weile, gibt es im Prinzip 24-7-Handel, das heißt, also im Prinzip, naja, nicht 24-7, aber 24-5. Man kann 5 Tage die Woche 24 Stunden handeln, beziehungsweise die Märkte laufen, die Globex-Märkte laufen im Prinzip fast durch mit einem kleinen Break, was sie haben. Also man kann theoretisch natürlich auch nachts den S&P handeln, aber es macht keinen Sinn, weil die großen Kontrahenten oder diejenigen, die den Markt beeinflussen nachhaltig, die sind zu dieser Zeit nicht am Werk. Die werden nicht nachts aufstehen. Kein amerikanischer Hedgefondsmanager, der Milliarden bewegt in seinem Fonds, wird sagen, ach ja, cool, ich stehe mal nachts auf um 4 und platziere mal irgendeine Order. Die kommen, das kann man sich auch anschauen. Man muss sich einfach nur mal, man muss einfach nur hinschauen. Achtet einfach mal drauf, was passiert in einzelnen Märkten. Gerade bei den Rohstoffen ist es sehr, sehr auffällig. Aber was passiert in den einzelnen Märkten ab 14 Uhr, 14:30 Uhr? Das ist so 8 Uhr, 8:30 Uhr US-Zeit. Da beginnt die US-Vorbörse. Das ist die Zeit, wo mehr Volumen reinkommt und wo die Bewegungen dynamischer werden. Das sieht man, wenn man sich so einen Intraday-Chart anschaut, allein an den Kerzen. Schaut euch einen Intraday-Chart an vom Weizen-Future von nachts 2 Uhr bis mittags 14:40 Uhr. Das ist die erste Handelssitzung. Da sind die Kerzen relativ klein und
träge. Und dann schaut euch mal an, was ab 15.30 Uhr, es gibt einen Break von 50 Minuten, was ab 15.30 Uhr dann in der zweiten Handelshälfte, in der Kassa-Handelshälfte sozusagen, was da passiert. Dann sind die Range sofort groß, der Markt hat mehr Dynamik. Und wenn ich jetzt ein System aufsetze, dann ist doch klar, dass ich die Haupthandelszeit nehme, wo ich weiß, da sind die großen Akteure am Markt, die den Preis auch treiben können. Ob sie ihn immer treiben und immer in die Richtung, in die ich handle, ist was anderes. Aber wenn ich von vornherein zu einer Zeit handle, wo der Markt total unberechenbar ist, wenn ein Fonds, wenn ich irgendwelche Fonds im Markt erwische, dann kann ich darauf setzen und kann davon ausgehen, die werden in diese Richtung weiter trampeln. Long oder Short, völlig gleich. Aber wenn ich irgendwann nachts um 4 Uhr handle, keine Sau handelt zu dieser Zeit, es bringt nichts, es ist völliger Unsinn. Also von daher, man kann und muss im Endeffekt seine Aktionen tatsächlich zeitlich komprimieren. Es macht Sinn und es macht Spaß. Ganz großer Punkt auch, die meisten haben überhaupt kein Risikomanagement. Die wählen die Positionsgrößen einfach irgendwie aus und man kann das, das machen wir in unserer Go for Professional Ausbildung, auch im zweiten, wir haben drei Blöcke dort und da machen wir im zweiten Block im Prinzip nur Risiko- und Positionsmanagement. Man kann das sehr, sehr genau ausbaldovern, man kann das sehr genau planen und in dem Moment, wo ich mich mit diesem Punkt befasse, das macht vielen am Anfang keinen Spaß, aber so wie wir es jetzt in diesem Programm auch machen, die Feedbacks sind da sehr, sehr positiv, weil ganz einfach man die Sache anders plant und weil man vor allem dann tatsächlich auch mal etwas Greifbares hat. Also die Einsatzhöhe ist klar berechenbar. Ich kann auch mich darauf vorbereiten, was habe ich für Drawdowns zu erwarten, welche Schwankungen im Konto habe ich zu erwarten. Also, aber die meisten scheuen dieses Thema, weil sie denken, oh, das ist langweilig, aber es ist essentiell notwendig. Es ist essentiell notwendig. Aber klar, wenn man das nicht berücksichtigt, man muss einfach wissen, jemand, der ein gutes Risikomanagement hat, da wird es sehr, sehr problematisch sein und es wird kaum passieren, dass der am langen Ende pleite geht. Es kann theoretisch passieren, klar, aber es ist extrem unwahrscheinlich. Aber umgekehrt, jemand, der kein Risikomanagement hat, der kann sogar mit den besten Strategien einen vollkommenen Ruin erleben in seinem Konto. Das ist das Problem. Also wenn ich keine Strategien habe und ein gutes Risikomanagement, dann werde ich lange überleben, vielleicht verdiene ich sogar Geld. Aber wenn ich kein Risikomanagement habe und gute Strategien, da bringen mir die guten Strategien auch nichts, weil ich einfach mit wenigen Aussetzern, mit Einzelfällen, mit Black Swans, kann ich aus dem Spiel genommen werden. Und genau das ist der entscheidende Punkt, aber damit befasst sich kaum jemand. Das ist ein super spannendes Thema und dieser zweite Block ist eigentlich der ich will nicht sagen, der spannendste Blog, aber es ist der Blog, der mir persönlich am meisten Spaß macht, auch weil er einfach vollkommen mit dem aufräumt, was so gängig ist, was in haufenweise von in Haufen und Dutzenden von Büchern drin steht, was aber nie durchgetestet wurde und was auch, wenn man es dann mal angeht, tatsächlich völlig unsinnig ist. Ich muss es wieder sagen, aber es ist teilweise kein Wunder, dass bei so vielen Leuten ein Nullsummenspiel rauskommt. Ganz, ganz viele Risikomanagement-Ansätze haben tatsächlich nur das Risiko im Blick. Das heißt, sie verhindern natürlich den Kontoruin, völlig klar, aber es mündet dann, und das ist der Teil, den die Autoren dann meistens oder Initiatoren auch meistens weglassen, ich kann zwar den Kontoruin verhindern, aber ich werde auch am Ende null verdient haben. Ich werde sowas 5 Jahre lang anwenden und werde nichts verdient haben. Ein Jahr anwenden und nichts verdient haben, kann immer passieren, aber 5 Jahre darf nicht passieren. Auch ein ganz großer Faktor, der dazu führt, dass die meisten kein Geld verdienen, ist, sie sind viel zu kurz am Markt. Ich muss also, das Erste, was ich meinen Schülern beibringe in der Ausbildung, ist oberstes Gebot Überleben. Wenn ich nicht überlebe, dann kann ich kein Geld verdienen am Markt. Ich muss also erstmal mein Überleben sichern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und je länger ich dann am Markt bin, desto mehr Erfahrung habe ich, desto mehr Kapital habe ich dann auch idealerweise und desto eher greift das Gesetz der großen Zahlen. Wenn ich also 1000 Trades machen kann nach einem System, was gut aufgesetzt ist und was einen positiven Erwartungswert hat, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass ich am Ende Geld verdient habe, als wenn ich sage, ich mache mal 3 Trades nach diesem System. Das können 3 völlige Rohrkrepierer sein. Deshalb, also man muss diese ganzen Faktoren definitiv berücksichtigen und dass es anders geht, sieht man auch in unserer Million-Dollar-Challenge, wo wir das machen. Da machen wir natürlich auch, gerade jetzt in der Anfangsphase, wir sind ja immer noch in der Anfangsphase im Prinzip, jetzt ein bisschen über ein halbes Jahr, dieses Projekt läuft,
Da ist natürlich das oberste Gebot, wie ich es gerade schon sagte, am Anfang wenig verlieren, beziehungsweise möglichst keine Schwankungen ins negative Terrain im Konto. Und das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen. Aber wir werden natürlich dort keine Verdopplung innerhalb von 3 Monaten oder innerhalb von einem Jahr hinbekommen. Ganz einfach, weil wir erstmal den Blick dafür haben, dass wir überleben, dass wir das Kapital schonen. Und dann mit der Zeit kommt Kapital hinzu, wird das Konto größer und dann hinten heraus können wir natürlich auch ein bisschen offensiver handeln, weil wir auf das Ursprungskapital, auf das Kapital, was jeder in seinem Konto eingezahlt hat, für das jeder auch hart gearbeitet hat, weil wir auf dieses Kapital kein Risiko mehr haben am Ende. Wir haben dort zum Beispiel zwei Varianten für diejenigen, die das nicht kennen oder die Million-Dollar-Challenge noch überhaupt nicht verfolgt haben. Wir haben einmal die Daytrading-Variante. Da sind es tatsächlich 15 Minuten Zeitaufwand für Daytrading. Die meisten haben, wie gesagt, die Vorstellung 8 bis 22 Uhr am Rechner plus noch danach Statistiken pflegen. Hier ist es so, 15 Minuten Zeitaufwand immer zur gleichen Zeit. Und man hat keine Verwaltung, kein Verwaltungsaufwand mehr oder keine Verwaltungsaktivitäten mehr für das System. Und 15 Minuten pro Woche ungefähr, das wird mal eine Stunde sein, das wird auch mal in der Woche vielleicht, wenn es nur 2 Minuten sein. Im Schnitt 15 Minuten pro Woche würde ich jetzt mal sagen, wenn man eine normale Auffassungsgabe hat und einigermaßen normal liest, sind es für Swing Trading, wo wir Zertifikate verwenden, beziehungsweise Knockouts. Also das ist schon mal ein Punkt. Das ist dort genauso, also was ich dort zeige, ist genau das, was ich privat auch mache. Ich handle sowohl auf Swing Trading als auch auf Daytrading-Basis, aber das nimmt mir der Handel selbst, das Ablesen von den Signalen, das Umsetzen von den Setups nimmt für mich fast keine Zeit in Anspruch. Statistikpflege, klar, Strategieentwicklung, das sind andere Geschichten. Das nimmt Zeit in Anspruch, aber der Handel selbst nimmt keine Zeit in Anspruch. Und das ist das Schöne, wenn man erstmal Strategien erlernt hat und ein Bündel an Strategien hat, das für die eigenen Handelspräferenzen bzw. für das eigene Handelszeitfenster, sage ich mal, auch geeignet sind. Dann muss ich sie einfach nur noch anwenden und ich habe mit sehr, sehr wenig Zeitaufwand einen zusätzlichen Ertrag, zunächst einmal, und später hinaus kann ich es vielleicht zu meinem Haupteinkommen oder zu meiner Haupteinkommensquelle machen. Aber das ist ja der entscheidende Punkt. Gerade wenn man jetzt, was ich sehr, sehr häufig in den letzten 2, 3 Jahren, was mir immer öfter begegnet ist, sind Leute, die aus ihrem bisherigen Job raus wollen und die Trading erlernen wollen, um als Altersvorsorge, natürlich, weil man auch das Bewusstsein hat, mit der klassischen Rente, auf die man sich früher verlassen konnte und wollte, da wollen sich jetzt mittlerweile nicht mehr so viele drauf verlassen, was auch vernünftig ist. Und weil sie natürlich auch einfach sagen, okay, ich möchte ein bisschen freier sein in meiner Zeitgestaltung. Und das Problem ist bei den meisten natürlich der Übergang. Weil die wenigsten kommen direkt schon mit einer Viertelmillion oder haben noch eine halbe Million in der Hinterhand. Sondern bei vielen ist es halt einfach so, sie haben wenig Kapital, müssen noch in Vollzeit arbeiten gehen und dann sind sie sehr, sehr eingeschränkt, was den Handel angeht, was die Handelsmöglichkeiten angeht. Und das Schöne ist natürlich, wenn ich also nicht das Problem habe, ich muss den ganzen Tag irgendwelche Trades überwachen, sondern wenn es so ist, ich habe vielleicht 15 Minuten Zeitaufwand pro Tag oder vielleicht mit Swing Trading sind es vielleicht 20 Minuten pro Tag im Durchschnitt, dann ist das viel einfacher umsetzbar, dann kann ich das. Wir haben tatsächlich sogar Leute im Programm, die von der Toilette aus traden, die halt Pinkelpausen machen zu den Zeiten, wo sie Orders aufgeben müssen oder die ihre Raucherpause dazu nutzen. Also das gibt es alles und ich finde es total toll, weil die Leute so kein allzu großes Risiko eingehen. Ich würde immer jedem auch empfehlen, wenn er die Intention hat, das mal hauptberuflich zu machen, das nicht zu schnell und zu ad hoc anzugehen, sondern erstmal zu schauen, dass man das nebenberuflich, dass man nebenberuflich einen ordentlichen Betrag verdient und dann ergibt sich das automatisch, dass das Konto irgendwann gewachsen ist und dann kann man für sich irgendwann den schleichenden und fast schon selbstverständlichen Übergang finden und sagen, okay, ich verdiene jetzt mittlerweile nach, keine Ahnung, 4, 5 Jahren, verdiene ich mit Trading nebenberuflich und mit 20 Minuten Zeitaufwand pro Tag mehr, als wenn ich in Vollzeit arbeiten gehe. Und dann ist dieser Übergang automatisch oder fast schon zwangsläufig. Großer Vorteil auch von dem, was wir machen, also ein stark gefilterter Handel, wo wir vergleichsweise weniger Aktionen haben. Großer Vorteil davon ist natürlich, wenn ich reduziert handle,
Der Faktor Transaktionskosten ist fast nicht vorhanden. Also wenn man mich, ich wurde immer wieder gefragt, was hast du denn für Gebühren bei deinen Brokern oder bei deinem Broker? Ich konnte diese Frage und kann sie auch jetzt nicht so genau beantworten, weil es mich nie interessiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß ungefähr, was ich an Kommission pro Jahr zahle. Klar, also das weiß ich, was ich da pro Konto zahle. Aber es ist ein vergleichsweise geringer Betrag im Vergleich zur Kontogröße und auch im Vergleich zu dem, was ich im Durchschnitt pro Jahr verdiene. Also von daher, das fällt nie ins Gewicht, wenn ich wenig handle. Großer Vorteil und unabdingbar, der Handel ist immer zu klar definierten Zeiten und somit absolut planbar. Diese Vorstellung, die viele haben, 8 Uhr an den Rechner, mal gucken, was heute passiert, mal gucken, was ich wann mache, in welchem Markt ich handle. Ich weiß heute schon, was ich in 5 Monaten um 15:30 Uhr machen werde. Ich weiß heute schon, was ich in 2 Jahren um 15:30 Uhr machen werde. Ich weiß heute schon, was ich in 10 Jahren um 15:30 Uhr machen werde, weil ich immer das Gleiche mache. Immer zur gleichen Zeit, in den gleichen Zeitfenstern sind Aktionen erforderlich. Da ist nicht dieses Überraschungsmoment von wegen, oh, da habe ich aber etwas gesehen. Systematischer Handel bedeutet auch wirklich systematisch handeln, nach einem klaren Schema, regelbasiert und zwar zu 100% duplizierbar. Das gilt auch für die Betreuungsintensität. Wir haben also tatsächlich Strategien, bei denen gerade im Intraday-Bereich auch keine Betreuungsintensität vorhanden ist oder gegeben ist. Denn wenn man sich mal anschaut, was machen große Investoren? Große Investoren und große Trader, das kann man runterbrechen, also gerade das, was die großen Investoren machen. Was ist da erfolgreich? Warren Buffett, meinetwegen auch George Soros und dergleichen. Was haben die alle gemacht? Die kaufen ja jetzt nicht heute irgendeine Aktie und gehen morgen wieder raus. Die kaufen nicht jetzt eine Aktie und gehen in 2 Stunden wieder raus. Was machen die? Die kaufen und kaufen und kaufen und bleiben drin, bleiben drin, bleiben drin und irgendwann verkaufen sie. Wenn ich das runterbreche auf den Handel eines Daytraders, dann müsste es dort so sein, dass Strategien, wo man relativ früh reingeht und relativ spät raus innerhalb eines Tages, also ziemlich in den ersten, keine Ahnung, 15, 20, 30 Minuten rein und in den letzten 15, 20, 30 Minuten raus, das müsste eigentlich am erfolgreichsten sein. Und ich kann an dieser Stelle tatsächlich auch verraten, es ist so. Wir haben sämtliche Intraday-Systeme, die wir handeln, fast bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen, die handeln alle aus dem absoluten Beginn der Kassahandelszeit im jeweiligen Markt, also der Haupthandelszeit im jeweiligen Markt, und gehen zum Handelsende oder kurz vor Handelsende gehen die raus. Das ist genau das im Prinzip, was die großen Investoren machen, halt runtergebrochen auf dieses kleine Zeitfenster Daytrading. Im Swing Trading ist es auch so. Wann kann ein Trade viel verdienen? Wenn ich ihn heute kaufe und morgen verkaufe, das kann mal durch Glück und Zufall so sein, aber in der Regel ist es so, dass wir dort zum Beispiel die Position 4, 6, 8 Wochen halten. Also so, ich glaube, 6 Wochen Haltedauer ist so der Durchschnitt, ohne dass ich da jetzt die genaue Zahl im Kopf habe und mich darauf festnageln lassen wollen würde. Aber auch da ist der Schlüssel, lange drin bleiben. Ein Markt macht nicht ständig riesige Sprünge innerhalb eines Tages, sondern er entwickelt sich über eine Zeit. Also muss ich drin bleiben. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was die meisten machen. Die meisten gehen schnell rein und schnell wieder raus, weil sie glauben, damit halten sie ihr Risiko gering. Völliger Unsinn. Es ist völliger Unsinn. Weil das Risiko pro Trade hält man nicht gering, sondern die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man nicht erfolgreich ist, weil der Einflussfaktor Zufall viel, viel größer ist gleichzeitig. Wenn ich einen Trade halte, über 3 Minuten ist dort der Faktor Zufall viel größer vom Einfluss her, als wenn ich sage, naja, ich gehe jetzt mal rein und bleibe 3 Wochen drin. Also dieser Einflussfaktor Zufall, der ist ungleich größer, wenn ich kurze Haltedauern habe. Das muss klar sein. Das heißt also, das, was viele so als, ja, ich gehe keine großen Risiken ein, verkaufen, ist natürlich Unsinn. Sie gehen nominal keine großen Risiken pro Trade ein, aber im Bündel, wenn ich dann mal schaue, was ist denn so nach 100 Trades so das Risiko gewesen, oder was ist denn die Schwankung nach 100 Trades, dann bin ich, wenn ich 100 Mal mit $100 ausgestoppt werde, sind auch 10.000 Dollar weg. Und so jemand wird natürlich einfach, es dauert einfach nur länger und fällt nicht so auf, wenn das Konto platt geht. Aber es geht sicher platt. Mit hoher, hoher Sicherheit, mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit geht das platt. Also, das ist der große Vorteil. Es macht am Markt keinen Sinn, die ganze Zeit am Rechner zu sitzen. Es schont die Nerven, wenn ich nicht die ganze Zeit am Rechner sitze. Weil ich muss sagen, selbst nach 18 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich einen Trade eröffne um 15:35 Uhr oder 15:40 Uhr und müsste ihn bis 22 Uhr verfolgen, jeden einzelnen Tick. Ich bin mal vorne, ich bin mal hinten, dann geht es stärker gegen mich, dann geht es stärker für mich. Ich würde es nicht durchziehen können. Ich würde
haufenweise eingreifen. Ich greife überhaupt nicht ein, weil ich gar nicht da bin. Ich bin gar nicht am Rechner zu diesen Zeiten. Ich mache den Trade auf, dann verwaltet er sich selbst und fertig. Ich sehe am Ende des Tages Gewinn oder Verlust und selbst da habe ich bei Verlusten keine große Emotion, weil ich kann ja sowieso nichts mehr ändern. Also das ist der große Vorteil. Es macht am Markt gar keinen Sinn, wenn es Sinn machen würde, die ganze Zeit dran zu hocken und Stops nachzuziehen und dergleichen oder zuzukaufen oder herauszuskalieren. Dann würde man sich das vielleicht irgendwie antrainieren, dass man das hinbekommt. Aber es macht gar keinen Sinn. Also weg vom Rechner. Aber das setzt natürlich voraus, ich muss erstmal Strategien haben. Und Strategien haben, die so aufgesetzt sind. Und das ist eben eher selten der Fall. Der Handel ist, wir haben ja schon gesagt, er ist sehr, sehr reduziert. Das heißt, es ist sehr selektiv. Und bedeutet also, ich handle effektiv nur, wenn ich einen statistischen Vorteil habe. Bedeutet nicht, dass ich immer richtig liege. Trefferquote ist so im Schnitt, wenn ich beide Systematiken nehme, Swing und Daytrading, so bei 75%. Aber heißt halt, in 3 von 4 Fällen treffe ich. Und das heißt auch nicht, dass ich riesig viel verdiene mit jedem einzelnen Trade. Aber ich treffe eben viel, viel häufiger, als ich nicht treffe. Und das ist auch wieder eine Geschichte, die mental unheimlich vorteilhaft ist, weil in der Theorie, in der grauen Theorie, rein mathematisch würde das tatsächlich sogar funktionieren, dass man vielleicht eine Trefferquote von 25 bis 30% hat und wenn die Trades, wenn die Gewinner dann nur groß genug sind, dann wird man insgesamt Geld verdienen. Aber wenn man mal jetzt zurück aus der grauen Theorie kommt und in der Realität aufschlägt, wird man wissen, wenn ich 7 Mal in Folge verloren habe, sagen wir mal vielleicht 1000 Dollar, jeweils 1000 Dollar verloren habe, und dann kommt Trade Nummer 8. Trade Nummer 8 würde mir vielleicht alles wieder reinholen und sogar überkompensieren. Aber nur, wenn ich ihn A mache, mich traue, ihn zu machen, und wenn ich B immer noch nach 7 Verlusten in Folge nicht diesen Kontostand ankere, sondern sage, gut, ich ziehe es halt durch. Und wenn ich dann C auch noch weiß, wie weit das Ding denn dann tatsächlich am Ende läuft. Weil das Problem in der Praxis ist, die meisten haben kein System. Und das heißt, entweder sie gehen zu früh raus, oder sie halten zu lange, das heißt, sie sind zwischenzeitlich deutlich vorne, aber kriegen den Absprung nicht und verlieren dann am Ende wieder alles. Das heißt, sie bleiben auf den Verlusten sitzen und die potenziellen Gewinner-Trades sind auch dann nicht so groß oder brechen dann wieder ab. Also das ist so ein Punkt, wo in der grauen Theorie es natürlich so ein paar Spezialisten gibt, die sagen, ja, so man kann mit Trefferquote 30% Geld verdienen. Ist auch so, aber ich kenne super wenige, bei denen das tatsächlich auch so ist. Also ich kenne ganz, ganz wenige, wo es tatsächlich so ist, dass sie mit geringer Trefferquote wesentlich Geld verdienen. Wie gesagt, jeder so, wie es zu ihm passt und wie er es für richtig hält. Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, das ist keine Methodik, die so massenkompatibel ist, sagen wir es mal so. Gerade halt, weil man als Trader, das wird ja jeder selbst wissen von euch, schaut einfach mal, wenn ihr mal ansatzweise ein System gehandelt habt. Das kann jetzt selbst nur ein Kreuzen eines EMAs oder zweier EMAs sein oder das Kreuzen des MACD oder was auch immer, Stochastik, egal was. Schaut einfach mal, wie schnell ihr eingegriffen habt oder wie oft ihr eingegriffen habt. Da werdet ihr sehen, das geht sofort los. Also ihr vielleicht nach 2, 3 Verlusten fangt ihr an einzugreifen und wechselt das System. Und dann kann mir doch keiner erzählen, dass man das außer Acht lassen kann, den Faktor Psyche. Den Faktor mentale Einflussfaktoren. Wenn die Leute schon nach 1, 2 Verlusten oder nach 2, 3 Verlusten das Zippern bekommen. Also das funktioniert nicht. Das ist völlig an der Realität vorbei, muss man ganz klar sagen. Was auch wichtig ist, ich bin zum Beispiel, und das habe ich auch bei vielen gesehen, die sehr erfolgreich handeln und nachweislich erfolgreich handeln. Ich bin nicht festgelegt auf 1, 2 Märkte, sondern ich bediene mich eben aus einem ganzen Pulk von Märkten. Es gibt auch gar keinen Grund, das nicht zu tun. Wir haben so, ich glaube, 25 Futures-Märkte, die ich jetzt persönlich für gut und problemlos handelbar halte. Die vergleichsweise groß sind und somit halt auch gut handelbar sind. Und wenn ich aus einem Bündel von 25 Märkten, die sich ständig bewegen. Wenn ich dort eine Auswahl treffen will, also wenn ich sehr selektiv vorgehe und sage, okay, ich handle nur, wenn die Sondersituation, wenn die absoluten Top-Trades anstehen, das kriege ich doch eher hin, dass ich da regelmäßig mal Trades habe und auch genügend Trades habe, um im Jahr irgendwie mein Brot zu verdienen, als wenn ich auf 1, 2 Märkte angewiesen bin. Weil letztlich
Märkte bewegen sich 85% der Zeit untrendig. Und wenn ich diese 85% der Zeit Regel, wenn ich die berücksichtige und bin nur in einem Markt, dann heißt es, ich muss eigentlich effektiv in diesen 15% der Zeit volle Kanne Gas geben und muss mich in 85% der Zeit raushalten. Aber das schaffen die wenigsten, weil A, welche Filtermethodik nimmt man denn, um das zu erkennen, um diese Phasen zu separieren? Und B, widerstrebt es total diesem inneren Aktionismus, den wir halt aus unserem Alltag kennen, weil jeder einfach von der Arbeit her und von der Schule es kennt, dass viel oder etwas, was viel aussieht oder wo man lange dran sitzt, wo man viel gemacht hat, dass das auch eher belohnt wird oder dass das auch eher gelobt wird. Und hier ist es aber ganz anders, es ist genau umgekehrt. Deshalb, Diversifikation bedeutet in dem Fall einfach, ich kann mich aus einem Pulk von Märkten bedienen und mir immer wieder die Sondersituation raussuchen. Also Sondersituation heißt einfach ein Setup mit einem hohen Qualitätswert, mit einem hohen Qualitätsmerkmal. Das kann ich aber nur, wenn ich diversifiziere. Wenn ich also 4, 5, 6 oder jetzt wie bei mir insgesamt vielleicht 20, 25 Märkte zur Auswahl habe und mir dort für jeden einzelnen Markt so mal so eine spezielle Nische gebastelt habe, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Was wir machen in der Dollar-Challenge ist, dass wir natürlich die Orders präzise vorgeben. Gibt auch gar keinen Grund, das nicht zu machen. Also wenn jetzt irgendjemand Empfehlungen gibt und sagt, ja, dann könnte man das machen und man könnte da long gehen und dieser Markt wird tendenziell wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Es geht absolut präzise und alles andere, was nicht präzise ist, alles, was irgendwie schwammig ist, da braucht man, kann man sofort wegklicken. Das bringt nichts, weil im Nachhinein kann ich jede vage Aussage, wo ich sage, ja, der Markt sieht interessant aus, kann ich immer im Nachhinein in beide Richtungen drehen. Ich kann sagen, ja gut, klar sah der Markt interessant aus, aber ich habe nicht gesagt, dass ich reingehe. Und wenn das Ding aber angezogen ist, in diese Richtung, in die man irgendwie es erwartet hatte, dann sagt man natürlich, kann man natürlich im Nachhinein immer sagen, ja klar, ich habe ja schon vorher darauf hingewiesen, dass der Markt steigen wird. Bei uns ist es relativ einfach. Man kann es anhand des Kontoauszuges bzw. des Live-Handels sehen, was wir machen, was wir nicht machen. Und dementsprechend, es muss immer so sein, dass aus einer Strategie heraus präzise, klare und nicht dehnbare Orderregeln bzw. Ordervorgaben resultieren. Alles andere wäre Firlefanz und ist reine Zeitverschwendung. Bei den Swing Trades ist es so, dass wir einen halben Tag Vorlauf haben. Das ist auch wichtig, dass es einigermaßen transparent ist. Und das ist auch, wenn man jetzt das Abseits der Million-Dollar-Challenge, wenn man jetzt angenommen, viele von den Teilnehmern der Akademie, von dem Go4Professional-Programm, wo wir ja jetzt in, naja, jetzt sind es noch 12 Tage, 13 Tage, die letzte Staffel, die dritte Staffel starten. Und viele der Teilnehmer der ersten beiden Staffeln, die nutzten ja teilweise schon Ansätze, die wir dort gezeigt haben, Trading Days of the Month zum Beispiel, nutzen die in Eigenregie oder in Eigeninitiative sozusagen. Und das Schöne ist, bei Swing Trades, man hat tatsächlich auch so ein bisschen Varianz, was die Orderaufgabe angeht. Also man muss jetzt nicht direkt zu einer bestimmten Uhrzeit da reinhechten, sondern man hat ein bisschen Vorlauf. Bei uns ist es so ein halber Tag Vorlauf. Wir platzieren die Orders oder wir geben die Orders abends auf, aber sie müssen erst am nächsten Tag werden sie erst ausgeführt an der Börse. Also das ist relativ entspannt. Das kann man dort auch sehr entspannt handhaben. Ich habe es vorhin schon angesprochen, deshalb können wir über diesen Punkt schnell drüber gehen. Das kann ja jeder mal für sich jetzt ganz im stillen Kämmerlein beantworten, die Frage, wer hat sich davon nicht beeinflussen lassen? Ich würde behaupten, jeder, aber wirklich jeder, der hier anwesend ist, hat zumindest mal kurz gezuckt und hat mal nochmal alle Parameter, die er so berücksichtigt, alle Parameter, auf die er so normalerweise achtet oder von denen er weiß, dass sie relevant sein können, nochmal so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt. Einfach, weil man schon denkt, okay, so ein großer Investor, der hat ja schon ein paar große Dinger gedreht in seinem Leben mit, also große Dinger gedreht, positive Börsendeals gestaltet, meine ich damit. Da muss ja was dran sein. Also, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, aber ich lasse mich von sowas überhaupt nicht beeinflussen. Ich handle trotzdem genauso, wenn ich ein Long-Setup habe jetzt, handle ich immer noch long. Weil mich alleine mein Risikomanagement, mein Stop-Management wird mich ja dann irgendwann aus dem Trade rausnehmen und wenn es tatsächlich länger runtergeht, komme ich über die Systeme automatisch rein. Aber wenn ich mich ständig beeinflussen lasse von irgendwelchen Gurus, ist es natürlich völlig kontraproduktiv, weil man eben einfach nichts durchzieht. Wie gesagt, das würde nur funktionieren, wenn man volle Informationen hätte von einem dieser Gurus und wenn man immer das machen würde, was er macht.
Aber ich wüsste nicht mal, ob die Leute wirklich, ob die nicht nur mit einzelnen Deals sehr, sehr reich geworden sind oder ob es wirklich ein beständiges Gut liegen und richtig liegen ist. Grundsätzlich, wenn ihr bislang noch nicht nachhaltig Geld verdient habt, sprich über mehr als 2 Jahre eine Rendite von Minimum 15% per anno aufwärts erwirtschaftet habt, wenn ihr mehr als 90 Minuten pro Tag Zeitaufwand für Trading habt, oder mehr Zeit aufbringen müsst als 90 Minuten. Wenn ihr wesentlich mehr als 20% Schwankungen in der Equity habt, ich habe auch manchmal Jahre, wo es vielleicht mal 25% schwankt, also es geht jetzt nur so um einen groben Richtwert, aber wenn ihr da Schwankungen habt von 40, 50% teilweise oder so viel schon verloren habt, wenn ihr eure Entscheidungen trefft auf Basis von Linien, also von irgendwelchen Linien, die ihr völlig subjektiv, teilweise sogar noch schief und falsch in den Chart einzeichnet oder ungenau, sagen wir es mal so. Wenn ihr nicht wisst, woher Gewinn und Verluste kommen, denn das kann man sehr, sehr einfach erklären, dass die kommen im Prinzip aus der Volatilität des Marktes. Wenn ich nicht über den Hebel komme, und über den Hebel kommen bedeutet immer von vornherein zocken. Das ist im Prinzip ein Martingale-Prinzip, was bei begrenzter Kapazität des Kontos immer zum Scheitern verurteilt ist. Wenn man also nicht über diesen Faktor kommt, kommen die Gewinne und Verluste oder der Wechsel der Gewinne und Verluste kommt immer aus der Volatilität des Marktes. Und die kann ich einigermaßen abschätzen. Die kann man mit verschiedenen Techniken abschätzen und eingrenzen und auch prognostizieren. Das lernen wir zum Beispiel auch, haben wir im ersten Block schon angerissen in der Akademie, beziehungsweise reißen wir im ersten Block auch in der dritten Staffel an. Und dann versteht man, wo kommt das her? Und wenn ich verstehe, woher kommt dieser Wechsel zwischen Gewinn und Verlusten, dann habe ich keine Angst mehr vor Verlusten. Ich kann sie sogar einigermaßen antizipieren, kann vielleicht sogar die Positionsgrößen irgendwann so ein bisschen antizipiert reduzieren. Aber es nimmt die Angst. Und bei ganz vielen Leuten ist natürlich Angst der treibende Faktor für sämtliche Aktivitäten im Trading. Es ist nicht nur die Angst vor Verlusten, die dann teilweise hemmt und die zu unsinnigen Handlungen führt, sondern es ist natürlich auch die Angst, nicht dabei zu sein. Eine ganz, ganz große und sehr präsente Angst an der Börse ist, dass Leute einfach Angst haben, nicht dabei zu sein. Was ist die Konsequenz? Ich springe einem Markt entgegen. Man sieht irgendeinen Markt, der stark gefallen ist und sagt sich, okay, den will ich aber, da will ich aber kaufen, weil in der Vergangenheit ist der ja dann immer wieder angestiegen. Und was dann die Konsequenz ist, man springt dem Markt quasi entgegen, wird überrannt. Irgendwann ist aber, weil das Konto zu klein ist und man zu stark investiert ist, weil man natürlich kein Risikomanagement hat im Vorhinein, ist man zu weit hinten und liquidiert die Position punktgenau am Wendepunkt. Man geht raus mit Verlust und anschließend wäre das Ding gelaufen. Diese Story kennt doch jeder haufenweise. Aber wer hat wirklich was geändert bislang? Ich würde mal behaupten, nicht allzu viele. Wichtig ist also zu verstehen, woher kommen Gewinne und Verluste, und wichtig ist zu verstehen, wie agieren einzelne und nicht nur irgendwelche, sondern die treibenden, die bewegenden, die wirklich einflussreichen Institutionen, wie agieren die am Markt? Und all das besprechen wir in dieser Ausbildung und all das muss man als Trader wissen, ob man sich das Wissen jetzt selbst aneignet oder ob man es sich fremd einkauft. Ich brauche dieses Wissen. Ich brauche dieses Wissen. Ohne dieses Wissen am Markt zu agieren, ist glatter Selbstmord. Das führt definitiv in den Ruin. Das kann gar nicht woanders hinführen. Ich brauche also dieses Wissen. Wie man sich das aneignet, bleibt jedem selbst überlassen. Das muss man, wenn jemand sagt, ich mache es im Selbststudium, ich habe es zum Beispiel im Selbststudium gemacht. Das hat mich damals knapp eine Viertelmillion gekostet, vielleicht weil ich auch ein bisschen sehr bescheuert war, aber so erfahrungsgemäß, die meisten, mit denen man so spricht, da kostet das so ungefähr um die 100.000. Lässt man im Markt erstmal versinken, ehe man weiß, wie es geht und ehe man es dann auch wirklich begriffen hat. Und das dauert, auch bei den meisten, mit denen ich gesprochen habe, waren es immer so zwischen 4 und 6 Jahren. Bei mir waren es, glaube ich, so knapp 5 Jahre, 5, 6 Jahre, die es gedauert hat, bis ich wirklich nachhaltig profitabel war. Aber das ist der Aufwand, den man dort hat. Und letztlich das, was ganz viele Trader machen, oder versuchen, ich habe es vorhin schon angesprochen, mit diesem, ich handle, weil ich genau dann Zeit habe, handle ich von 4 bis 7 Uhr nachts. Das ist, also häufig kriegt man so die Feedbacks, ja, Ihre Strategien passen nicht zu mir. Das ist natürlich völliger Unsinn, oder diese Herangehensweisen passen nicht zu mir. Das ist ja kein Wunschkonzert. Ich kann ja jetzt nicht sagen, gut, heute hätte ich gerne Regen, aber morgen brauche ich Sonnenschein. Also heute soll der Rasen schön gewässert werden, aber morgen brauche ich Sonnenschein, weil ich will grillen. Schön, wenn ich es will, aber das Wetter macht trotzdem, was es mag und was es nicht mag. Von daher,
Völliger Unsinn. Und am Markt kann das auch nicht funktionieren. Ich kann nicht hergehen und sagen, ich handle zwischen 4 und 7 Uhr nachts, weil da habe ich Zeit. Ja, schön, wenn ich da Zeit habe, aber wenn der Markt zu dieser Zeit nichts macht oder wenn zu dieser Zeit keine treibenden Marktteilnehmer am Markt sind, dann ist es Unsinn. Dann betreibe ich da Wunschkonzert, was aber niemals bedient werden wird oder was sehr, sehr selten bedient werden wird. Also der Markt gibt etwas vor. Und das sind die Gegebenheiten, an denen ich mich zu orientieren habe. Wenn ich das nicht mache, werde ich, wie mit dem Beispiel mit dem Flugzeug, dann werde ich nachts am Flughafen sitzen und auf den Flug warten. Dann kann ich aber schwarz werden, bis ich, oder kann ich warten, bis ich schwarz werde. Ich werde keinen Flug bekommen. Das muss einem klar sein. Also im Endeffekt, ich muss gucken, zu welchen Zeiten sind die Märkte dynamisch und zu diesen Zeiten kann ich handeln. Wenn ich beispielsweise sehe, S&P ist ab 15:30 Uhr, ab 15:45 Uhr tendenziell dynamisch und bis 18 Uhr macht es Sinn, dort Orders aufzugeben, als Beispiel. Und ich aber in dieser Zeit überhaupt nicht kann, weil ich da immer Meetings habe oder weil ich immer irgendwelche Termine habe, dann ist das eben kein Markt zum Handeln für mich. Dann muss ich gucken. Dann habe ich vielleicht Märkte, die vormittags besser sind zu handeln, vielleicht im DAX irgendwelche Geschichten, wenn ich vormittags Zeit habe. Aber ich kann nicht hergehen und sagen, okay, ich habe da Zeit, also jetzt muss der Markt auch gefälligst Gewinne ausspucken. Das wird nicht funktionieren. Das wird nie im Leben funktionieren. Um die Gegebenheiten eines Marktes natürlich zu kennen oder kennenzulernen, brauche ich Statistiken, die muss ich anlegen und möglichst auch mit guten Datenfeeds, mit einer guten Datenqualität und über einen relativ langen Zeitraum bei Swing Trading möglichst viele, viele Dekaden zurück. Und beim Day Trading würde ich immer sagen, so 7 bis 10 Jahre. Viel mehr als 15 Jahre macht keinen Sinn, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. An anderer Stelle. Ganz einfach, weil die Marktgegebenheiten damals anders waren, vor 2000. Man muss dann, wenn man eine Statistik angelegt hat über einen Markt, muss man Regelmäßigkeiten herausfinden, zum Beispiel ab 14:30 Uhr passiert häufig das und das, ab 15:30 Uhr passiert häufig das und das. Der Markt neigt dazu, dass er nach bestimmten News in die Richtung geht, in die er sich vorher bewegt hat oder gegen diese Richtung. Ich brauche also logische Effekte im Markt. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich muss wissen, wie agieren Fonds. Fonds agieren zum Beispiel so, dass sie über den gesamten Tag, wenn sie kaufen oder verkaufen, dass sie über den gesamten Tag agieren. Als ich das mal begriffen hatte, habe ich aufgehört, Intraday Haken zu schlagen mit meinen Trades. Ich habe also konsequent in eine Richtung gehandelt und habe auch nicht mehr Trades als einen gemacht, weil es keinen Sinn macht. Wenn ich also große Gewinne machen möchte und nicht über den Hebel kommen möchte, dann ist völlig klar, ich kann nur eine Aktion am Tag haben. Ich muss also eine Wette darauf setzen, dass der Markt steigt oder fällt. So. Ich kann natürlich irgendwie so ein bisschen filtern und den Vorteil auf meine Seite bringen. Perfekt werde ich es nicht hinbekommen, aber ich kann den Vorteil auf meine Seite bringen. Aber es macht keinen Sinn, wieder dagegen und wieder dagegen, weil Fonds nicht so agieren. Wenn diese Herde, nennen wir mal die Fondsherde. Wenn diese Herde mal anfängt zu trampeln, dann trampelt sie über den gesamten Tag. Natürlich wird irgendwann mal ein Tag kommen. Die kaufen vielleicht über 2, 3 Tage und wickeln ihr Ordervolumen da ab. Vielleicht, keine Ahnung, 50.000 Kontrakte sind zu kaufen. Und dann gehen am dritten Tag gehen dann die letzten 500 Kontrakte gehen dann irgendwann um 18 Uhr raus. Und dann bricht diese Bewegung ab. Hat man vielleicht einen Trend von 2 Tagen gehabt und am dritten Tag bricht die Bewegung ab, dann ist es so. Aber ich fahre definitiv besser damit, dass ich versuche, mich an die Fersen der Großen zu heften und zu schauen, wie agieren die. Und zumindest die klassischen Fehler zu vermeiden. Und einer der gravierendsten Fehler aus meiner Erfahrung heraus ist, intraday irgendwelche Haken zu schlagen. Wenn der Markt in irgendeine Richtung geht, intraday, bei den meisten Märkten ist es jedenfalls so. Es gibt ein paar Märkte, wo es anders ist, aber bei den meisten Märkten ist es so, bei den großen, schweren Märkten, wenn es mal in eine Richtung geht, versuchen mitzugehen oder, wenn man sich das nicht traut, nicht dagegen stellen. Dagegen stellen ist meistens ein fataler Fehler. Also das ist ganz, ganz wichtig. Dann ganz wichtiger Faktor, ich muss eben auch die eigenen Gegebenheiten, die eigenen limitierenden Faktoren kennen. Im konkreten Fall oder im speziellen Fall natürlich die Kapitaldecke. Wie viel Kapital habe ich zur Verfügung? Was kann ich mir damit leisten? Was kann ich mir damit nicht leisten? Und da fallen schon mal Märkte weg, die nicht handelbar sind, weil die Margin zu teuer ist, weil die auch zu volatil sind. Würde wahrscheinlich bei den meisten der FDAX sehr schnell wegfallen. Und ich muss das Kapital im Endeffekt so aufteilen, dass ich überlebe, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit überlebe, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit überlebe. Im Prinzip sicher überlebe. Und das kann man natürlich mathematisch ausloten. Man kann schauen, was gab es für Drawdowns in der Vergangenheit, was sind die Margin-Anforderungen und so weiter. Und dann kann ich einigermaßen planen und weiß, was mein Konto aushalten muss für die einzelnen Strategien, beziehungsweise kann umgekehrt schauen, passt denn diese einzelne Strategie überhaupt zu meiner Kontokapazität. Da wird auch
in ganz vielen Fällen die Antwort Nein sein. Und dann bleibt am Ende bleibt so ein kleines Bündel von 2, 3, 4, 5 Strategien, je nach Kontogröße über, mit denen man dann tatsächlich auch am Markt nachhaltig Geld verdienen kann. Mal ein Beispiel aus diesem Jahr, das ist jetzt noch nicht ganz aktuell, aber es hat sich in der Zwischenzeit nicht viel getan an Trades. Ich hatte bis zum 28.06., von da ist dieser Screenshot, bei der diesjährigen Weltmeisterschaft hatte ich insgesamt gerade mal 14 Trades in den ersten 6 Monaten. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte die ersten 3 Monate komplett pausiert, habe also im Prinzip nur 3 Monate gehandelt und hatte in dieser Zeit so knapp 33% Performance gemacht. Im Moment habe ich jetzt wieder mehrere Positionen aufgebaut. Da sind ein paar im Minus, ein paar im Plus. Aber ich bin so ein bisschen zurückgefallen, weil andere haben jetzt in den letzten 6, 8 Wochen mehr Performance gemacht. Das heißt, ich stehe immer noch so um die 30% und andere stehen so bei 55, 60%, glaube ich jetzt. Aber darum geht es auch gar nicht, sondern ich will einfach nur zeigen, man kann mit wenigen Aktionen, die aber kaum fehlschlagen, hier seht ihr die Profits, das sind natürlich ein Zehntausender-Konto, also sind die Profits nicht so riesig, aber ihr seht, ein einziger Fehltrade in dieser Zeit, heißt nicht, dass es über das gesamte Jahr so weitergeht, aber ein einziger Fehltrade und der hat kaum was verloren. Es soll einfach zeigen, wenn ich weiß, was ich tue oder wenn ich qualitativ hochwertige Setups habe, dann brauche ich nicht 100 Mal im Jahr zu handeln, sondern reichen vielleicht auch 20 Trades, um einen ordentlichen Salär zu verdienen. Also das ist das Entscheidende. Und wie gesagt, diese Reduzierung, von der wir hier leben, das bedeutet einfach nur, ich blende Rauschen aus. Am Markt gibt es ganz viel Rauschen. Diese 80, 85% der Zeit, wo der Markt nicht nachhaltig in eine Richtung läuft, das fällt für mich unter Rauschen. Und dieses Rauschen muss ich ausblenden. Man würde doch überall anders, geht man doch genauso vor. Man würde doch jetzt nicht, wenn man ein Restaurant hat, würde man doch jetzt nicht sagen, okay, ich weiß, dass es nur Mittwochsumsätze überhaupt gibt. Die anderen Tage bringen überhaupt nichts. Da lege ich sogar eher noch drauf, aber man macht die Bude jeden Tag auf. Also das macht man nicht. Man macht es vielleicht eine Zeit lang und irgendwann merkt man, okay, der Effekt ist, Mittwochs geht's ab. Und dann wird man nur noch diesen Tag aufmachen. Wahrscheinlich würde sich auf ein paar Tage fokussieren. Ich muss also schauen, Rauschen auszublenden. In dem Moment, wo mir das gelingt, wo ich anfange, unsinnige, schwachsinnige, überflüssige Trades wegzulassen, fange ich an, Geld zu verdienen. Jeder, der plus minus null die ganze Zeit tradet, und das trifft ja auf viele zu, oder leichte Minus tradet, der muss einfach nur seine Fehlerquote reduzieren. Und das klingt natürlich einfach, aber ich muss zunächst einmal alle unsystematischen Trades weglassen. Wenn ich das mache, auf einmal verdiene ich Geld. Es klingt einfach, aber es ist so. Also wenn ich systematische Trades und nicht systematische Trades mische, dann wäre der erste Tipp jetzt, einfach mal die nicht systematischen Trades weglassen. Dann wird man feststellen, oh, auf einmal fängt man an, Geld zu verdienen. Das Wichtige ist, und das ist etwas, was ganz, ganz erschreckend ist, die meisten haben immer noch nicht begriffen, dass Trading tatsächlich ein ernsthaftes Geschäft ist. Für viele ist es einfach nur pure Zockerei und sie glauben, man müsse da nichts lernen, sondern man könne sofort drauf loshandeln. Wir haben das auch in der Ausbildung natürlich vergleichsweise selten ein solches Feedback, aber da gab es auch ein, zwei Nachfragen, wann es denn jetzt mit dem Handel losgeht. Bei der Ausbildung empfehle ich immer, im ersten Block werden die Grundlagen gelegt. Da gibt es noch keine geschlossenen, festen Systematiken, sondern dann zeigen wir natürlich Effekte wie der Trading Day of the Month Effekt, also wo man sieht, welche Handelstage haben welche Wahrscheinlichkeiten dafür, dass der Markt ansteigt oder fällt. Also da gibt es natürlich schon Sachen, die man auch handeln kann. Wir haben saisonale Trades, top-saisonale Trades, die wir zeigen, völlig klar. Aber ich muss erstmal verstehen, ich muss erstmal lernen und verstehen und dann, wenn ich das alles intus habe, dann kann ich handeln. Und die meisten fangen einfach zu schnell an zu handeln, zu unbedarft und jeder einzelne Fehler, jeder kleine Fehler, das ist auch heute noch so, jeder kleine Fehler kostet an der Börse am Markt Geld. Und der Effekt ist relativ einfach. Wenn jemand eine 12-monatige Ausbildung bei uns absolviert und er handelt sofort drauf los, weil er sich denkt, ja gut, wenn ich erst in einem halben Jahr anfange zu handeln oder im Dreivierteljahr, dann kann ich ja in der Zeit nichts verdienen. Der wird am Anfang jeden Fehler machen, den es gibt. Natürlich, man kann ihn vor vielen Fehlern bewahren, aber vor jedem eben dann doch nicht. Allein nur technische Fehler, Schusseligkeitsfehler, Konzentrationsfehler, die werden passieren. Die werden natürlich in der Anfangsphase eher passieren, als wenn man schon fortgeschritten ist im Lernstadium. Und dann versemmelt so jemand naturgemäß in den ersten 3 bis 6 Monaten Geld. Und wenn er dann nach 9 Monaten oder nach 10 Monaten mit seinem Handel aus diesem Drawdown, aus diesem Schusseligkeits-Drawdown raus ist, hat der andere, der die ganze Zeit gewartet hat, auch schon angefangen zu handeln, aber der startet naturgemäß dann besser oder hat nicht so viele Verluste am Anfang, sondern startet möglicherweise ohne diese
unsinnigen Verluste. Deshalb, es mag vielleicht langweilig für den einen oder anderen sein, aber wenn man es wirklich erlernen möchte, muss man erstmal lernen und verstehen und dann geht es in den Handel. Man muss also erstmal begreifen, es ist effektiv ein Lernbedarf vorhanden. Weil gerade die Frage auch hier schon jetzt ein paar Mal kam und ich nicht das jetzt nicht noch 2 Stunden mit der Beantwortung warten möchte. Es kam mehrfach die Frage, ob das definitiv die letzte Staffel ist für die Go for Professional Ausbildung. Definitiv ja, es ist die letzte Staffel. Ganz einfach, weil wir das A exklusiv halten wollen. Das habe ich schon immer gemacht bei den Produkten oder bei den Seminaren, die ich gegeben habe. Pro-Seminare gibt es zum Beispiel auch nicht mehr. Nicht, weil sie nicht erfolgreich waren, die waren alle ausgebucht, die waren alle sehr früh ausgebucht und teilweise überbucht. Wir hatten Pro-Seminare, wo wir teilweise 40, 50 Anmeldungen hatten, obwohl wir nur 15 Leute reinnehmen wollten. Aber einfach, um es exklusiv zu halten, um die Gruppe überschaubar zu halten, um mit den Leuten auch persönlich arbeiten zu können, um die Qualität hochzuhalten und weil es auch von der Preisgestaltung her mit den Features, die wir dort dann auch einnehmen, einfach anders nicht darstellbar wäre. Also von daher, es wird definitiv die letzte Staffel sein. Dann war hier die andere Frage, die in dem Zusammenhang mehrfach kam, wie viele Plätze denn noch frei sind. Wir hatten jetzt zu Beginn des Webinars, waren glaube ich noch 9 frei, da sind jetzt aber auch schon ein paar weniger, wenn ich richtig informiert bin, wobei ich da jetzt nicht so genau hinschaue. Also es wird definitiv das letzte 12 Monats Ausbildungsseminar dieser Gattung sein. Und ja, wie gesagt, es geht über 12 Monate, ganz kurz dazu, es geht über 12 Monate, hat eben 3 große Blöcke. Im ersten Block Grundlagen, zweiter Block schwerpunktmäßig Risiko- und Positionsmanagement, wobei wir auch im zweiten Block natürlich Setups haben, beziehungsweise statistische Begebenheiten, saisonale Trades und dergleichen. Und im dritten Block geht es dann halt nur um Strategien, um Strategieentwicklung, um Strategien selbst und dergleichen. Also, was noch ganz wichtig ist, weil da auch immer wieder danach gefragt wird, wie groß denn der Zeitaufwand ist. Der Zeitaufwand ist effektiv sehr, sehr gering. Wir haben anderthalb Stunden vielleicht Lernaufwand pro Woche. Natürlich, man arbeitet noch ein bisschen nach. Das geht bei dem einen länger, bei dem anderen weniger lang. Aber man kriegt alles per Video ausgehändigt, selbst die Präsenzseminare. Von daher ist es nicht zeitintensiv, beziehungsweise man ist zeitlich völlig flexibel. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt aber die nächsten 2 Monate viel um die Ohren, ja, dann hat man halt 2 Monate viel um die Ohren und fängt danach an, sich das anzuschauen. Und selbst wenn man sehr, sehr busy ist, um es mal so zu sagen, man wird immer mal irgendwie so ein Stündchen Zeit finden, um sich mal so ein Video anzuschauen. Also das kriegt man hin. Wir haben sehr viele Berufstätige und das klappt wunderbar bei denen. Also es ist vom Zeitaufwand her völlig flexibel gestaltbar. Das nur ganz kurz dazu, weil da etliche Fragen kamen und bevor die Fragen sich jetzt noch mehr anhäufen, wurde ich jetzt von meiner Kollegin gebeten, da auch mal darauf hinzuweisen. Also das in dem Zusammenhang hier auch schon sei auch mal erwähnt, das ist so das grobe Line-up dieser Ausbildung. Ganz, ganz wichtig, um nochmal ein paar wichtige Facts zu den Märkten mitzugeben an der Stelle. Märkte bewegen sich 85% der Zeit untrendig, beziehungsweise sind schwer berechenbar und diffus. Das heißt, das ist das Resümee daraus und die Schlussfolgerung. Man muss also zwangsläufig zu bestimmten Zeiten am Markt agieren und das macht gar keinen Sinn, zu anderen Zeiten zu agieren. Heißt also, ich kann und darf glücklicherweise dieses Handelszeitfenster absolut komprimiert halten. Und das habe ich auch bei absoluten Weltklasse-Tradern gesehen wie Larry Williams. Der hat morgens seine Orders platziert, hat die Setups gecheckt, hat seine Orders platziert, an den Broker geschickt per E-Mail wohlgemerkt. Was auch sehr abgefahren war, aber das ist vielleicht jetzt 10 Jahre her. Und damit war er durch. Und ähnlich ist mein Handel mittlerweile auch aufgestellt. Nicht, weil ich das unbedingt so geplant habe, sondern weil sich herausgestellt hat, es macht so Sinn und es ist sogar so möglich. Das war gar keine bewusste Planung, sondern irgendwann bin ich mal mehr oder weniger aufgewacht in diesem Handelsgedöns und da ist mir bewusst geworden, die Strategien, die wir handeln, haben ja im Intraday-Bereich alle sehr, sehr ähnliche Grundstrukturen und die sind zeitschonend umsetzbar. Das war für mich gigantisch gut, weil es natürlich sehr viel Zeit freigibt, die man sonst unsinnig am Rechner verbracht hat. Also das ist der erste wichtige Punkt. Märkte bewegen sich 85% der Zeit untrendig und sind kaum berechenbar oder schwer berechenbar. Das heißt, in dieser Zeit muss ich mich irgendwie raushalten. Faktor Reduzierung, Filterung. Und dazu brauche ich eine Strategie, die mir eben sagt, ja, wenn das, das und das passiert, dann halte dich eher raus. Und wenn dies, das und jenes passiert, dann handle, weil du hast einen statistischen Vorteil. Das ist also ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt.
Es muss ferner klar sein, das ist kein abstraktes Geschäft, sondern es gibt fundamentale Basiseffekte. Wir haben schon darüber gesprochen eingangs, brauche ich nicht nochmal wiederholen. Fonds müssen auf eine bestimmte Art und Weise agieren. Pensionsfonds schießen Kapital in den Markt rein. Es sind Commercials, die ihre Positionen, ihre physischen Bestände hedgen müssen. Also es gibt immer fundamental logische und nachvollziehbare Effekte. Und die sind aber natürlich spezifisch und die sind rar gesät. Also brauche ich ein Bündel an Strategien mit einer hohen Qualität, damit ich auch wirklich in der Praxis ein geregeltes Einkommen damit generieren kann. Heißt aber auch als Grundvoraussetzung, ich muss erstmal wissen, wer macht denn was am Markt und in welchem Markt wird wie agiert. Die unterscheiden sich da die Märkte und das ist etwas, was wir auch herausarbeiten in der Ausbildung, dass wir einfach zeigen, in welchen Märkten kann ich denn was anwenden. Wir haben zum Beispiel eine Einheit, in der wir präzise zeigen, welche Märkte, welche Rohstoffe, welche Märkte Produzenten dominiert sind und wie man diese Märkte, wie man Sondersituationen in diesen Märkten sehr, sehr gewinnbringend handelt, wo man immer wieder Rallye-Situationen erkennen kann, wie jetzt jüngst bei Palladium, wo wir auch long waren, einer der besten Trades, die wir auch in der Million-Dollar-Challenge bislang gemacht haben. Das ist kein Zufall gewesen, sondern das konnte man natürlich erkennen, dass da eine Sondersituation vorliegt. Und wie wir diese erkennen können, das muss man natürlich erlernen. Das kann man aber erlernen, und man muss es aber auch erlernen, weil man ansonsten natürlich völlig im Nebel stochert. Dritter Punkt ist, ganz, ganz viele traden ja nach Chance-Risiko-Verhältnissen und ich habe dazu eigene Einheiten schon aufgenommen. Chance-Risiko-Verhältnisse verdienen kein Geld. Ihr könnt ja dazu auch mal so ein bisschen googeln oder YouTuben, da werdet ihr etwas finden, wo ich auch was dazu sage. Es ist einfach so, rein logisch kann es schon nicht funktionieren oder nicht dauerhaft funktionieren für jeden oder für die breite Masse, dass man über CRVs Geld verdient. Warum? Jeder Markt hat einen natürlichen Schwankungsbereich, das heißt, er wackelt so ein bisschen hin und her. Und in diesem natürlichen Schwankungsbereich oder Rauschen sollte ich meinen Stop nicht haben, weil dann ist die Gefahr einfach zu groß, dass ich rausgehauen werde, ungünstig aus dieser Position. Heißt also im Umkehrschluss, ich muss diesen Stop raushalten. Und wenn ich aber weiß, in einem bestimmten Bereich hält sich der Markt relativ häufig auf, macht viele Ticks dort, dann ist es natürlich wahrscheinlich realistisch und sinnvoll, wenn ich in diesen Bereich mein Gewinnziel setze, wenn ich denn mit Gewinnzielen arbeite, beziehungsweise das Gewinnpotenzial wird dort drin liegen. Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir allenfalls vielleicht ein CRV von 1 zu 1 haben oder sogar vielleicht ein negatives CRV theoretisch in der Praxis. Ist das völlig Makulatur, ist das nicht wirklich relevant. Wenn ich von fundamentalen Basiseffekten spreche, um mal etwas zu zeigen, was wir auch in der Million-Dollar-Challenge handeln und was wir in der Akademie, im Go4Professional auch zeigen, ein Forecast auf den Goldpreis. Wir thematisieren dort sehr genau, wie der zu handhaben ist und wie er eben nicht zu handhaben ist, worauf zu achten ist. Und der trifft in 3 von 4 Fällen tatsächlich sehr präzise. Hier haben wir mal so einen Ausschnitt für die Jahre 2011 und 2012. Und das Interessante daran ist natürlich dieser Forecast, den wir dort nutzen. Der nutzt Einflussfaktoren und deren Vorlaufcharakter. Also der nutzt Einflussfaktoren, die wirklich für den Goldpreis ausschlaggebend sind und nutzt deren Vorlaufcharakter, der eben relativ weitreichend ist. Und wir haben den Forecast schon 2,5 Jahre im Voraus. Das heißt, wir können jetzt schon den groben Verlauf vorzeichnen bis ins Jahr 2018, was super ist. Also wir kommen schon bis Ende 2018 mit dem Forecast. Das sind grobe Schwünge und wie gesagt, wir liegen nicht immer richtig, aber in 3 von 4 Fällen trifft das. Und hier sieht man mal die Tendenzen von 2010, also Ende 2010 bis Ende 2012, also knapp 2 Jahre. Und da sieht man, der Forecast ist hier rot gezeichnet. Der kündigte zum Beispiel an, dass es hier ab 2012, ab Frühjahr 2012 steil abwärts gehen würde. Und genau das ist passiert im Goldpreis. Hier oben ist der Goldpreis als Linie dargestellt, als schwarze Linie dargestellt. Und da sieht man, die groben Schwünge sind tatsächlich sehr, sehr ähnlich gewesen. Hier sollte es raufgehen laut Forecast. Es ging auch tatsächlich rauf. Hier sollte es leicht abwärts gehen bzw. konsolidieren. Das ist auch passiert am Markt, es ging seitwärts und hier sollte dann eine beschleunigte Abwärtsbewegung einsetzen ab Februar 2012 und genau das ist auch eingetreten. Dass man nicht punktgenau immer den Wendepunkt erwischt, völlig klar, aber die Prognose ist irre, irre genau oder irre zuverlässig dafür, dass es 2,5 Jahre Vorlauf sind, aber liegt einfach daran, wir wissen, für diesen Markt, was die fundamentalen Einflussfaktoren sind oder die Haupteinflussfaktoren. Es gibt natürlich immer mal Stories, die dann da
so ein bisschen hochkochen oder die dann da eine Zeit lang gespielt werden. Aber auf Dauer sind es immer wieder die gleichen Einflussfaktoren, wenn ich die kenne. Und die besprechen wir eben in unserem Seminar auch, in unserer Ausbildung. Wenn ich die kenne und wenn ich weiß, wie ich sie nutzen kann, ist es natürlich im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Im Moment muss man übrigens sagen, ist der Forecast für die Short-Seite eingestellt. Das heißt, der zeigt uns an, bis Dezember sollte Gold eher schwächeln. Bislang ist dieser Effekt noch nicht eingetreten, aber das heißt noch überhaupt nichts, denn der ist noch relativ frisch. Wir sind jetzt auch nicht wesentlich gestiegen in letzter Zeit, aber wesentlich gefallen sind wir auch nicht. Aber das nur mal, um da auch was Aktuelles zu zeigen. Weitere fundamentale Effekte, die wir zum Beispiel nutzen, ist oder die man sehr, sehr simpel nutzen kann, ist einfach sich mal anzuschauen, was sind die stärken Handelstage in einem Monat, was sind die schwachen Handelstage. Und da haben wir hier links zum Beispiel den durchschnittlichen Verlauf innerhalb eines Monates. Da wäre jetzt für ganz, ganz einfach und wenig ambitionierte Trader, die möglichst wenig machen wollen, wäre es einfach, dass sie sagen, okay, ich kaufe immer nach dem 14. Handelstag eines Monats und halte bis zum Monatsende. Damit würde man schon mal besser fahren, als wenn man einfach nur Buy and Hold macht. Also das nur mal als ganz, ganz simpler Ansatz. Natürlich, wenn man wirklich erfolgreich am Markt agieren möchte, sollte es schon ein bisschen anspruchsvoller sein, was man macht. Aber nur darüber kann man schon sein Trading verbessern und kann sich schon mal auf die profitable Seite zumindest begeben. Rechts haben wir hier mal einen Ausschnitt von sentimenttrader.com, um da auch die Quelle zu nennen, für die Saisonalität innerhalb des Monats September. Da sieht man auch, welche Tage denn naturgemäß schwach sind, welche Wahrscheinlichkeit die dafür haben, dass die ansteigen. Also das ist auch ganz interessant. Ich achte da aber auch nur auf die Bündel. Das heißt, das hier ist zum Beispiel so eine Zeit ab dem 20. Handelstag bis zum 25. Handelstag, also, oder 19., 20. bis 25. Handelstag short zu sein, ist ganz attraktiv. Vorher ist es eher so ein bisschen diffus bzw. unattraktiv. Aber das sind Effekte. Wer nutzt denn sowas? Die meisten wissen gar nicht, dass es diese Statistiken gibt. Die muss ich aber anlegen. Was haben wir in den letzten Monaten gehandelt? Das waren alles Sachen, die wir aus unserem Fundus haben, aus unserem Setup-Fundus, zum Beispiel Palladium, dass Palladium 30% zulegt innerhalb von 3 Monaten. War jetzt auch nicht überraschend. Also klar, wir konnten jetzt nicht dimensionieren, dass es 30% innerhalb von 3 Monaten sein werden, aber dass Palladium einer der Top-Performer sein würde, das war ersichtlich, weil wir eben genau in diesem Markt eine Sondersituation hatten. Eine Sondersituation, die wir in unserem Programm frühzeitig aufgezeigt haben und die wir auch gehandelt haben in der Million-Dollar-Challenge. Das klappt natürlich nicht immer so und es passiert auch nicht permanent, dass wir solche Sondersituationen haben, aber die konnten wir jetzt in dem Fall wirklich absolut top ausnutzen. Wenn ihr euch fragt, warum Kakao im Moment ansteigt, wir nutzen das und wir haben ein Setup, was dem zugrunde liegt. Das heißt also, wir können uns da schon einen Reim drauf machen, beziehungsweise wissen, warum Kakao im Moment einer der stärkeren Märkte ist. Wenn man sich fragt oder wenn man wissen will, warum Hafer, Weizen, aber auch die Fleischmärkte, warum die vor einem starken Anstieg stehen, das sind jetzt, Kakao bringt euch nichts mehr, weil das ist gelaufen. Palladium bringt euch auch nichts mehr, das ist gelaufen. Also solche Geschichten aufzuzeigen, ist eher so die Rubrik Schulterklopfen, bringt euch aber nichts. Aber Hafer, Weizen und die Fleischmärkte, die sind noch ziemlich unten, die sind ziemlich noch am Boden. Da reinzugehen, bitte nicht aufgrund meiner Aussagen. Prüft es bitte selber nach, setzt euch mit den Märkten auseinander und guckt, ob ihr irgendwelche Informationen bekommt, die für euch schlüssig sind, warum die ansteigen werden. Weil alleine nur, weil ich jetzt hier in so einem Gratis-Webinar sage, das sind 3 Märkte, die steigen werden, beziehungsweise es sind 3 Sparten, die steigen werden, Hafer, Weizen und die Fleischmärkte insgesamt. Darauf basierend sollte man keine Anlageentscheidung treffen. Aber das ist in diesen Märkten absolut absehbar, dass die positiv performen werden und auch absolut systematisch absehbar. Also das ist etwas, wo ich raten würde, sich mal intensiver damit zu befassen, weil es tatsächlich fundamental logische Effekte sind, die wir dort nutzen. Wichtig ist, um das nochmal abschließend anzusprechen und zusammenzufassen, es braucht, um wirklich zeitschonend, denn das ist ja das Hauptthema, um es zeitschonend, nebenberuflich, aber dennoch professionell umzusetzen, das Trading, braucht es klare, präzise und nicht dehnbare Regelwerke. Denn nur die, wenn die zu 100% klar
und präzise formuliert sind, ist eine Systematik testbar und natürlich dann im Endeffekt auch handelbar und umsetzbar. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn ich wenig Zeitaufwand habe, ist es auch umsetzbar. Und das ist bei den guten Strategien naturgemäß ein Faktor, der sich wie so ein roter Faden durchzieht durch alle Strategien, dass sie sehr, sehr zeitschonend handelbar sind. Das kann gar nicht anders sein, dass sie nicht betreuungsintensiv sind. Alles, was betreuungsintensiv ist, ist eher impulsiv, ist eher spontan, und alles, was eher impulsiv und spontan ist, das kennt man vielleicht von der einen oder anderen Frau oder Ex-Frau, die man hatte, das ist nicht von Dauer. Von daher nicht zu empfehlen. Die Eigenheiten sind tatsächlich, ich habe es eben schon angesprochen gehabt, die Eigenheiten von wirklich guten Strategien sind sehr, sehr ähnlich. Also wenn ich zum Beispiel eine Strategie sehe, aus unserem Fundus, oder wir eine neue Strategie entwickeln, und die hat ähnliche Eigenheiten, also was die Eröffnungszeiten eines Trades angeht, was die Schlusszeiten eines Trades angeht, was die Varianzen angeht, was die Drawdowns angeht, dann weiß ich, dass es eine potenziell stabile Strategie ist, weil die guten Strategien sich doch sehr, sehr ähneln. Nicht im Regelwerk, aber in der groben Ausgestaltung. Also wann werden Trades eingegangen? Wann kommen die meisten Gewinner? Wann kommen eher Verlierer? Das ist dort sehr, sehr ähnlich. Und das wird am Ende auch rauskommen. Bei den meisten wird die Erkenntnis Einzug halten, dass es da einen absolut roten Faden gibt. Ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch noch mitgeben möchte. Wir alle haben Vorteile, wir haben natürlich auch Nachteile, aber wir haben Vorteile gegenüber Fonds und Vermögensverwaltern, weil wir anders agieren können. Wir können viel kürzere Effekte nutzen, wir können viel flexibler agieren. Fonds können das nicht, Vermögensverwalter auch größtenteils nicht, weil sie ein zu großes Volumen drehen. Wir können das, man sollte es unbedingt nutzen. Ganz, ganz wichtiger Punkt ist aber, die meisten Leute, die an der Börse agieren, sind extrem geizig bzw. ängstlich. Und erwarten hinter allem etwas Negatives. Was wir über die vielen, vielen Jahre, in denen ich trade, in denen ich Konten betreut habe, Dienste gehandelt habe oder in Diensten mein Live-Konto gehandelt habe, aber natürlich auch Trader ausgebildet habe, was sich dort herauskristallisiert hat, ist einfach, dass diejenigen, die einfach einem Guru, nicht, dass ich mich für den Guru halte, aber ich bin eben derjenige, der dieses System dann vorgibt oder die Trades vorgibt. Diejenigen, die irgendeinem Guru oder Nicht-Guru nacheifern und einfach eine Blackbox handeln, für die ist es ungleich schwieriger, mit Drawdowns umzugehen, weil sie gar nicht wissen und abschätzen können, wann kommen die, in welchem Ausmaß und woher kommen die. Also woher rühren die? Das ist unheimlich schwierig, dann mit Verlusten umzugehen. Und hier ist der Effekt so, dass man so nach 12 Monaten erkennen kann, dass gerade mal noch 15% diszipliniert und fast lückenlos dabei sind. Die anderen geben so mit der Zeit auf. Und nicht mal, weil es gravierend schlecht läuft, sondern einfach unabhängig davon, weil sie entweder, weil es zu wenige Trades gibt, weil es zu viele Trades gibt, weil sie mal ein paar Trades verpasst haben, weil es mal einen Drawdown gab, der groß war, der klein war, weil es mal eine Zeit lang gab, wo zu wenige Trades kamen, wo die Handelsfrequenz zu niedrig war. Also diejenigen, die nicht begriffen haben, wie die Märkte funktionieren, warum eine Strategie auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert sein muss und warum nur das von der Grundstruktur her auch am Markt wirklich dauerhaft Geld verdienen kann, die sind zu 85% nach einem Jahr weg und machen das vielleicht dann wieder punktuell, aber sie machen es nicht nachhaltig. Und bei denjenigen, die das wirklich gelernt haben, und das ist ja auch völlig logisch, warum soll das denn hier anders sein als in der freien Wirtschaft da draußen? Diejenigen, die das wirklich erlernt haben, die Strategien entweder im Selbststudium sich erarbeitet haben oder eben jetzt wie bei uns durch so ein Ausbildungsprogramm oder durch Seminare oder durch irgendeinen Kumpel, der ihnen das beigebracht hat, diejenigen, die das wirklich begriffen haben, was an den Märkten passiert, welche Effekte genutzt werden und wie ich sie nutzen kann, die begriffen haben, was man für Wiederholungen braucht, wie man sein Risiko zu terminieren hat. Diejenigen, die stoppen viel, viel weniger Trades insgesamt aus, die stoppen auch drastisch weniger unsinnig aus. Ganz, ganz viele Leute haben jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen bei solchen Schwankungen wie jetzt im Ölpreis an absurden Punkten ihre Position rausgehauen und ärgern sich jetzt. Wenn ich aber weiß, welche Schwankungsräume oder welche Varianzen ein Markt hat, dann werde ich eben nicht so restriktiv vorgehen. Das ist einfach so. Aber die meisten haben das Wissen nicht, weil sie sich diesem Wissen oder diesem Erlernen des Wissens einfach verschließen, und dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig. Also bei den ausgebildeten Tradern ist es so, dass nach 12 Monaten noch 85% diszipliniert handeln.
Ich meine, das sind auch immerhin 15%, die dann auf der Strecke geblieben sind, obwohl sie ausgebildet wurden. Aber die Quote ist ungleich höher. Und nach 36 Monaten sind es immer noch 2/3 ungefähr, die wirklich konsequent mithandeln. Und konsequent, als konsequent definieren wir so eine Genauigkeit oder eine Systemtreue von Minimum 85%. Also dass 8 bis 9 Trades von 10 auch wirklich gemäß Methodik umgesetzt werden. Also das sind ganz, ganz wichtige Faktoren. Die Botschaft an der Stelle, ganz, ganz wichtig. Wenn man zu viel Zeitaufwand für sein Trading hat, wenn man wirklich den ganzen Tag am Rechner sitzt und auf irgendwelche Trades lauert, auf irgendwelche Signale lauert, wenn das Trading sehr spontan, sehr emotional abläuft, das macht einen dauerhaft kaputt, finanziell, nervlich, es ist nicht durchzuhalten und es ist vor allem nichts, was berechenbar ist, was auswertbar ist, was überprüfbar ist und es ist nichts, was profitabel ist, was einen positiven Erwartungswert hat. Aus dem Grund würde ich immer jedem raten, sich intensiv mit den Märkten zu befassen. Entweder man macht es im Selbststudium, ich habe dir ja schon dazu gesagt, erfahrungsgemäß 4 bis 6 Jahre und 100.000 Euro. Oder man lernt es eben über ein Ausbildungsprogramm, über eine Ausbildung, die man bei irgendwem macht. Das muss ja nicht bei mir sein. Es gibt, ich will jetzt nicht sagen viele, aber es gibt auf jeden Fall einige sehr gute Trader da draußen, die auch Schulungen anbieten. Also Larry Williams in vorderster Front natürlich zu nennen, ist natürlich englischsprachig und mittlerweile gibt er keine Seminare mehr. Aber es gibt natürlich auch im deutschsprachigen Raum tolle, tolle Schulungen, tolle Seminare. Da sollte man halt einfach sich wirklich mal intensiver dahinter klemmen und schauen, wer handelt denn real. Und bei mir ist eben alleine schon durch die Weltmeisterschaft, wo es ein Echtgeldkonto fremd dokumentiert gibt und durch die täglichen Live-Tradings steht das nie außer Frage, ob ich jetzt real handle. Bei anderen muss man das dann tatsächlich, wenn man sich für deren Ausbildung interessiert, würde ich immer dazu raten, überprüft das. Weil wenn jemand real handelt, gibt es keinen Grund, und wenn er es kann, gibt es keinen Grund, es nicht live zu machen und es gibt keinen Grund, es nicht darzulegen in jedweder Form. Also da bitte unbedingt darauf achten, denn es gibt natürlich Leute, die einfach sehr viel im Demo machen und dann sagen, ja, das mache ich, weil ich dann abgelenkt bin und das gibt es nicht. Also wenn jemand etwas kann, klar lenkt es ein bisschen ab, wenn man labert, aber das sind dann halt so ein paar Fehler, die man einbaut, die werden einmal für einlaufen und einmal gegen einen. Aber da ist wirklich darauf zu achten, weil es natürlich auch eine Industrie ist, in der sich schon der ein oder andere tummelt, der nicht real handelt. Also das nochmal als Hinweis dazu. Ja, dann möchte ich mich an der Stelle bedanken für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ich konnte in der Kürze der Zeit so ein paar Hinweise geben, in welche Richtung es gehen kann. Wie gesagt, Zeitaufwand darf aus meiner Sicht für das Intraday-Handeln nicht mehr als 90 Minuten pro Tag sein. Und ihr werdet Zeiten herausfinden, wenn ihr Backtests macht oder ihr kauft sie sich eben fremd ein. Wenn ihr Backtests macht, werdet ihr Zeiten herausfinden, zu denen es wirklich Sinn macht zu handeln und ganz viele Zeiten, zu denen es keinen Sinn macht. Da ist der Hebel anzusetzen. Ferner würde ich von Backtests abraten, die einfach nur optimieren, sondern es sollte ein fundamental logischer Basiseffekt dahinter stehen oder erkennbar sein. Auch das ist etwas, was einem natürlich nicht sofort entgegenspringt, aber was man mit der Zeit herausarbeiten kann. Und wenn man das macht, wird man am Markt wirklich Geld verdienen und das Schöne ist, es ist zeitschonend. Ich war sehr, sehr überrascht, aber umso glücklicher, als ich irgendwann mal herausgefunden habe, dass das, was am Markt Sinn macht, auch das ist, was auch unheimlich angenehm fürs Leben ist. Nämlich teilweise Pausen zu machen, mal für ein paar Tage oder für ein paar Wochen, relativ wenig insgesamt zu handeln und zeitschonend zu handeln. Das ist der entscheidende Faktor. Also es hat mein Trading absolut revolutioniert und irgendwann hatte ich wirklich einen sehr, sehr klaren Durchblick, wie es zu funktionieren hat. Aber natürlich auch mit Nebeneffekten oder mit Nebenerscheinungen völlig klar, je stabiler eine Strategie aufgebaut ist und je länger sie wirklich auch auf gleiche Weise, auf identische Weise funktionieren soll, desto länger werden halt auch diese Phasen sein, in denen man damit mal nichts verdient. Das ist auch völlig klar, wo man halt auf der Stelle tritt. Also das muss man immer dazu sagen und darauf bereiten wir aber auch diejenigen, die noch an der Akademie teilnehmen, an dem Go4Professional-Programm entsprechend vor. Und zeigen Ihnen eben in der Ausbildung, in der Ausbildungsphase, worauf Sie sich einzustellen haben. Wir hatten vorhin ganz kurz mal einen
Serverproblem von 1 und 1, deshalb habe ich hier noch dazu geschrieben, zur Formherkung bitte E-Mail an rene@trillmanntrader.de. Braucht ihr jetzt natürlich nicht mehr, die Webseite funktioniert offensichtlich wieder. Und wenn ihr da Interesse habt an der Ausbildung, an diesem Programm, dann könnt ihr euch erstmal auf der Webseite informieren und euch dort auch entsprechend anmelden. Wie gesagt, diese Plätze, da wir auch Präsenzseminare haben, sind nicht dehnbar. Es ist natürlich allgemein ein beliebter Werbegag, dass man sagt, ja, es gibt nur noch 3 Plätze und dann hat man dann da irgendwie 400 Leute drin. Geht hier nicht, weil wir, wie gesagt, Präsenzseminare machen. Wir können also nicht sagen, ja gut, wir nehmen jetzt noch 9 Leute rein und dann jubeln wir da aber noch 90 rein oder 200. Ginge gar nicht, weil ich muss ja damit rechnen, dass die alle zu diesem Präsenzseminar kommen. Und deshalb ginge das gar nicht. Also wir haben tatsächlich eine limitierte Platzzahl und wenn dieses Kontingent weg ist, dann gibt es auch gibt es auch keine Diskussion mehr, beziehungsweise gibt es auch keine Härtefälle oder Sonderfälle, keine Sonderregelungen, sondern wenn es voll ist, ist es voll. Und es wird definitiv von dieser Sorte Ausbildung, von dieser Staffel, keine weitere geben. Wir haben uns da auf 3 Stück verständigt, auf 3 Staffeln. Das ist die 3. Staffel. Die startet am 1.9. Ich freue mich schon drauf und geht 12 Monate. In diesen 12 Monaten gibt es, wie gesagt, alles, was man braucht, aus meiner Erfahrung heraus, aus meiner Sicht. Und ja, natürlich die Million-Dollar-Challenge, das sei vielleicht auch noch erwähnt, ist inklusive. Wenn man also diese Ausbildung bucht, oder wenn man diese Ausbildung absolviert, hat man sofort ab der Anmeldung Zugriff auf die Million-Dollar-Challenge und gratis. Also das auf beide Varianten wohlgemerkt. Ob man die jetzt beide nutzt, bleibt einem selbst überlassen, aber man hat Zugriff auf beide Varianten und zahlt nichts dafür. Das ist also komplett inklusive. Das ist also so quasi der praktische Teil dieser Ausbildung, den man da auch schon ab Beginn mitverfolgen kann. Ich bedanke mich nochmals für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Erfolg mit euren Trades, mit euren Setups, mit euren Strategien, dass ihr möglichst lange am Markt überleben möget, und den einen oder anderen werde ich mit Sicherheit irgendwo sehen, auf Seminaren, vielleicht bei uns in der Ausbildung, auf Vorträgen, und den anderen alles Gute und bis vielleicht irgendwann mal in einem anderen Webinar.